Also, hopp, hopp. Die Synths sind beim örtlichen Synth-Großwarenhändler jetzt bestellt. Und man kann sich also daran machen, irgendwie noch weiter einen Plan zu machen. Das wird es auch passieren. Und ich bin sehr stolz auf diese Zusammenfassung. Es ist nicht ganz leicht, wirklich gerade so, ja, harte Handlungsstränge sinnvoll zusammenzufassen. Dafür. Denn irgendjemand muss mich ja auch lieb haben. Meine Spieler tun es. Echt. viel Spaß und bleibt geil. Meinst du, du traust dir zu, mit dessen dahin zu fahren? Wohin? Na, zum Studio, dann können wir einfach nur mal gucken. Ah nee, Moment. Wir wollten nur da gucken gehen, weil wir ja überlegt haben, ob wir so ein Zweierding drehen, ne? Nee, ihr wolltet dahin gucken, um wenigstens schon mal vorbeigefahren zu sein. Oder so. Das weiß ich noch vom letzten Mal. Steht zumindest hier in meinem Kalender. Ja, das können wir ja trotzdem machen. Dann fahren wir doch mal hin, würde ich sagen. Ja. Sobald wir die... Ja doch, ich hab hier meine Fähre, das ist ja okay. Die darf nur nicht auffallen, sonst wäre das doof. Ja, wir fahren ja nur dahin. Ich meine ja nur... Wir fahren. Okay. In der Umgebung sind zum Teil andere Studien, die einfach Studietten, die einfach 10-mal so groß sind. Es sind zum Teil irgendwelche Ateliers da und irgendwelche andere Scheiß. Es gibt natürlich auch so ein paar Touristenläden und so ein Gedöns und irgendwelche Designer-Scheiß. Sowie Aufnahmestudien für Bands. Und solche Dinge. Also es ist auch relativ viel mit Matrix-Medien dort, weil halt das der Shit ist. Und ja, ansonsten halt so auch tatsächlich Goldschmiede, die tatsächlich davon leben können oder sowas noch in der Richtung. Es befindet sich auch gar nicht so weit, ich weiß nicht, 40, 50 Meter davon, Park. Tatsächlich auch mit Grün, also jetzt natürlich noch nicht ganz so viel, aber potenziell ist der gepflegt und nicht vollkommen zerstört. Genau. Du meinst, die Bäume haben tatsächlich sowas ähnliches wie Blätter. Blätter? Also es sind natürlich eher Nadelbäume, temperaturtechnisch. Und das temperaturtechnisch ist das ein Mischwald da. Ja. Das ist im Sommer warm. Ja, Mischwald. So, und Nadelbäume vertragen einfach viel besser übersäuerten Boden, weil sie das auch selbst tun, und Umweltschädlichkeit. Na gut. Bäm, Junge! Jetzt hat er dich genatzt. In Zeiten der Genveränderung meinst du, wo man sowas auch mal locker anlegen kann, mit Bäumen, die nicht kaputt gehen? Das ist aber viel zu teuer. So gut ist das Gebiet nur auch nicht. Na gut. Das macht man nur in A-Gebieten, sagst du. Oder in sehr guten B-Gebieten. Ich meine... Das ist immerhin schon ein Park, den man betreten kann, der auch sicher ist und mit Spielplatz und so. Das ist schon okay. Mit Springbrunnen, der keine Gülle rotzt, sondern Wasser. Der schon ziemlich geil ist. Der ist auch ziemlich geil. Da sind so ein paar Bitches drauf. Aphrodite, sage ich mal, ist anwesend. Hier werde ich meine Kinder großziehen. Die armen Dinger. Die arme Welt, wenn sie Kinder hat, Junge. Mhm. Was nicht? Ich dachte, du willst keine Kinder. Will ich auch nicht. Hä? Hab ich das mal gesagt? Ja, hattest du mehrfach angedeutet und jetzt hast du gerade gesagt, wie du deine Kinder großziehen, also... Ich bin eine Frau. Komm hier nicht mit irgendwelchen Klischees, die sich dann bewahrheiten. Das ist unfair.
Es macht mir Spaß, deine Welt regelmäßig auf den Kopf zu stellen. Vor allem alle 30 Tage, sagst du, ne? 28. Nein. Gut. Können wir dann weitermachen? Dank also. Moderner Technologie lassen sich solche Unpässlichkeiten abschalten. Zwinker. Schön. Die Medizin und die Pharmazie und die Technik sind weit. Doch niemals so weit. Also. Richtig. Aus Prinzip. Ich meine, in SR4 war noch für einen Pheromonscanner angegeben, plus ja. 1 bei der Frau in Zeiten des Zyklus, ja? Davon. Nee. Nicht in Zeiten des Zyklus, wenn sie ihre Tage hat. Ja, in Zeiten des abklingenden Zyklus. Ach, ich wollte einfach mal klug scheißen. Kannst du nicht bei einem Zyklus, weil. Ist egal. Easy. Also, das Gelände an sich dort. Du siehst zwei Dudes. Wachdudes. Die sind unauffällig gepanzert, unauffällig bewaffnet. Taser und eine leichte Pistole. Sie sind aufmerksam, aber jetzt nicht der Shit. Wollten ja auch nur dran vorbeifahren. Wir wollten nicht. Das weiß ich doch. Und ansonsten seht ihr da niemanden. Das Gelände ist nicht mal ein Zaun, nur an der einen Stelle, wo halt da so frei, wo da so vermutlich auch ein paar Stunt-Szenen gespielt werden und weil zur Sicherheit. Und der Zaun ist sogar mit Electricity. Zu? Ansonsten sieht es halt super entspannt aus. Sie haben so ein paar Outdoor-Geräte, die man wo benutzt, irgendwie. Und ein paar Standkameras, die mit so einem Mini-Kran sogar. Aber ansonsten ist da halt jetzt nichts überkrasses. Okay, also wenn die hier nicht übelst Polizeishit haben. Ja, Polizeipräsenz ist schon da, ne? So oder allgemein. In gut gesichert sind. Naja gut, aber das muss noch nichts heißen. Genau. Wahrscheinlich haben die auch gar nicht so viel, was sich zu klauen lohnt. Naja, bis auf die technische Ausrüstung. Ja, aber dafür fährst du nicht in so ein Gebiet, um sowas zu klauen. Ja, wenn es ein extra Verdienst wird. Naja, aber ich meine, wenn wir Zeit haben. Müssen wir gucken. Ich glaube, da ist es tatsächlich sinnvoller, wenn wir gar nichts großartig... Also entweder nur, wenn wir es quasi nicht so drehen können, dass gar keiner merkt, dass wir überhaupt da waren. Wenn es irgendwie auffällig ist, dass wir da waren, oder auffällig wird, dass wir da waren, dann können wir es so aussehen lassen, als ob wir es auf was anderes abgesehen hätten. Aber wenn das überhaupt klappt. Aber es stiftet zumindest erstmal Verwirrung, wenn sie sagen könnten, das ist was weg. Außer dem Knoten. Verdammt, stimmt. Wir sind auf jeden Fall da. Richtig. Du hast recht. Naja, wir müssen gucken. Können wir dann sehen, irgendwas, was sich dann... Das ist vielleicht so. Außerdem brauche ich Kohle. Na, deswegen machen wir doch den Spaß jetzt. Also, auch. Hinter der Hackerin steckt, glaube ich, doch noch ein bisschen Asche, so wenn ich den Dude verstanden habe. Rumpelstilzchen. Ja, das stimmt. Deswegen können wir doch gucken. Gut, aber dann lass uns erstmal ein bisschen weiter gucken hier. Also. Ja, wir können uns jetzt auch nicht zu lange hier aufhalten. Richtig. Entschuldigung. Also zweimal sollten wir da nicht vorbeifahren, einmal reicht. Ja, während ich da vorbeigefahren bin, haben wir natürlich alles aufgenommen, was ich da gesehen habe. Selbstverständlich. Klar. Damit wir jetzt nämlich quasi im Nachhinein uns das nochmal gucken können, wo liegen denn da die Kameras? Jo, mach doch mal Wahrnehmung und Sehen bitte. Das kann ich, glaube ich. Zwei Erfolge Tag. Wie immer. Mano. Und wo hast du gewürfelt? Also ich frage nur. Entschuldigung. Jetzt mal im Ernst, wo hast du gewürfelt? Oh Gott, kannst du dir auch ein eigenes Fenster machen? Ich habe bei dir im Channel gewürfelt. Ich habe dich angeschrieben und gewürfelt. Alter. Quasi. Alter. So, ein Erfolg. Nein, zwei Erfolge. Ich habe dich angeschrieben und gewürfelt. Klar. Alles klar. Nein, nicht immer nur ein Erfolg. Der gönnt mir gar nichts. Ist scheißegal, auch zwei hätten nicht gereicht. Mist. Reichen bei mir zwei? Es gibt keine Kameras. Das ist gut. Es gibt keine Kameras. Es gibt mit Sicherheit Kameras. Hey, nein, ihr habt's doch gesehen. Es gibt keine Kameras. Es also gibt... abgesehen von diesem Kran-Ding zum Beispiel. Klar, das gibt's. Es gibt bestimmt irgendwas. Hey, nein, ihr seht keine Kameras. Ja, Entschuldigung. Ich sehe auch
viele Dinge nicht, wenn ich so über die Straße gehe, von denen ich weiß, dass sie da sind. Wir lassen das nochmal langsam laufen. Also, ja, es gibt keine. Es gibt nicht mal diese verräterischen, irgendwie so, weiß nicht, ziemlich offensichtlich sehr gut verspiegelte Flächen, wo halt Kameras dann irgendwie noch um die Ecke gucken könnten und deswegen super gut versteckt sind. Auch das gibt es nicht. Es gibt keine Kameras. Es gibt Kameras. Es gibt keine Kameras. Wir sehen sie nur nicht. Es gibt Kameras. Max-Schlösser sind guter Qualität, durchaus. Die sind... Vielleicht sind die Kameras ja in den Max-Schlössern. Das würde aber richtig viel Sinn ergeben. Ja, aber das ist wirklich... Das ist wie beim Bankautomaten. Bring den Spielleiter nicht auf gute Ideen. Braucht keine guten Ideen, wenn ihr so schlecht würfelt. Das stimmt allerdings. Also die Max-Schlösser. Pass auf, es würde an zwei Erfolgen scheitern. Und an einem. Alles klar, Jojo, du machst erstmal Sicherheits... Was hast du, Sicherheitstechnik oder Hardware und Logik, je nachdem, was höher ist? Also Hardware und Logik. Sicherheitstechnik durfte ich nämlich nicht nehmen. Ich könnte es mal steigern. Ich hatte das sogar irgendwo. Da. Ja, nee, das ist mir doch zu schlecht. Das muss ich jetzt steigern. Hardware und Logik ist besser. Zwei Erfolge, Tag. Yay! Das macht keinen Spaß. Dieses Tool ist völlig sinnlos. Ich habe einen Erfolg oder zwei Erfolge oder keinen Erfolg, egal wie viele Würfel ich habe. Oder kritische Patze. In seltenen Ausnahmen. Also ich hatte bei meinen letzten zwei Würfen fünf und drei Erfolge. Ich fand's okay. Ja, du. Du bist ja auch parteiisch und kannst deine Würfel anpassen, wie du möchtest. Kann ich tatsächlich nicht. Ich kann nur so tun, als wär's so. Also. Sag ich ja. Das Max-Schloss ist guter Qualität. Du weißt nicht genau, wie es benutzt wird. Also welcher, ne? Du siehst kein Keypad, du siehst keinen Kartenschlitz, aber du siehst, weißt nicht, ne? Was ist das? Du würfelst jetzt so lange, bis du genug Erfolge hast? Ich mache einfach Testwürfe. Achso, okay. Du würdest zweimal, dreimal Erfolge. Echt mal? Ich weiß gar nicht, was du hast. Arschloch. Ganz ehrlich, du schiebst das doch regelmäßig hoch, wenn wir so Testwürfe machen. Es kann nicht sein, dass ich jetzt bei dreimal gewürfelt habe, 5, 5, 2. Ja, weißt du, das ist, und ich habe maximal drei, weißt du, das ist einfach, ich beantrage ein anderes Würfeltool, ich beantrage wirklich ein anderes Würfeltool, lass mich abergläubisch sein, aber ich möchte endlich mal ein anderes Würfeltool haben. Ich hasse Aberglauben. Das ist mir völlig egal. Aber wir glauben. Das Ding ist, nur weil du so eine schlechte Einstellung hast, würfelst du so schlecht. Wenn du so entspannt wärst wie Kaban, guck, der setzt sich einfach hin und dann würfelt er. Weißt du, und dann zack. Eier, und dann geht ich weiß nicht, woran es liegt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das ist mir egal, ich würfle nicht mehr in diesem Tool. Alles klar, dann würfel ich für dich in diesem Tool. Gut. Moment. Du würfelst gut. Scheiße. Na, ich hätte mir was überlegen. Das ist nur eine momentane Phase, das geht wieder vorbei, aber trotzdem regt mich das einfach auf. Du hast auch sehr gute Würfe drin gehabt, gerade in dem Kampf. Ja. Wenn ich dir erinnern darf, mit deinem Panzerungswurf mit 9 Erfolgen und das Magie-Shit und so. Also, es ist richtig, aber wasch dir mal das den ist Sand selten. Aus der Ritze. Es ist wirklich selten. Es muss ja auch selten sein, dass es sehr gute Würfe gibt, oder? Ich habe auch sehr oft sehr schlechte Würfe gehabt. Das nennt sich Glück. So. Also. Das sind die Sachen. Also, das ist anscheinend ein gutes Machschloss. Und Kameras gibt's halt nicht. Doch. Ja, aber wir haben sie nicht gesehen. Das ist richtig, wir haben sie nicht gesehen. Aber es gibt sie bestimmt irgendwo. Möglicherweise. Wir werden sie finden, wenn wir dort sind. Das war tatsächlich ein Problem. Ihr habt bisher jedes Mal, die Kameras waren ja zum Teil auch an anderen Orten gut versteckt, die Kameras gesehen. Es ist natürlich schwer, irgendwo reinzuschleichen, wenn man nicht weiß, wo die Kameras sind. Richtig. Deswegen werden wir sie finden. Wir müssen auch jetzt noch nicht reinschleichen. Deswegen machen wir die Aktion. Ich sag das nur. Ja. Deswegen machen wir ja die Aktion, damit wir die Kameras jetzt suchen können. Alles klar. Nur deswegen machen wir das. Klar. Hey. Und damit wir uns quasi da ein bisschen auskennen in dem Laden. Und vielleicht sogar selber Kameras anlegen können. Um nämlich quasi, das ist nämlich auch ein guter Plan, wenn wir selber Kameras anlegen, dann können wir eventuell die... Ich glaube nicht, dass die mich sowas machen lassen. Lass mich doch mal kurz ausreden. Wenn wir da selber Kameras... Ah, ja, das meinst du, ja, Knopfkameras.
genau, Knopfkameras anbringen können, dann können wir nämlich herausfinden, wie die Security Guys da rumrennen. Vor allen Dingen, mach bitte nochmal Hardware und Logik. Aber redet weiter. Du wolltest doch für mich würfeln. Was hast du für ein Pool? 8. 12. Sag immer 12. So. Zwei Folge Tag. Ich weiß nicht, woran es liegt. Würfel mal für mich mit demselben Pool. Siehst du? Nur ein Erfolg. Okay. Redet weiter. Ich überlege mir noch was. Na, wir müssen halt ein bisschen aufpassen. Ich weiß halt nicht, ob es nicht sein kann, dass die da irgendwie gucken, dass die... Wobei, ich weiß nicht, ob die da so krass auf Patente oder so nur Dingens aus sind. Außerdem frage ich mich, wie die sich halten, ehrlich gesagt. Also, wie schaffen die es, gegen den ganzen anderen Shit zu bestehen? Die sind die... Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Vielleicht werden die von irgendwem gesponsert. Das ist aber tatsächlich ein Punkt, über den ich letztes Mal schon nachgedacht habe. Wie schaffen die es, sich zu halten? Das ist in Wirklichkeit ein... eine Mafia-Angelegenheit und... Ich weiß es nicht. Das sieht alles einfach nicht so aus, als würdest du damit... okay. Es sieht alles nicht so aus, als würdest du damit die Riesenkohle machen. Irgendwie und vor allen Dingen, weißt du, auf diese Indie-Schiene, gerade wenn das so gut laufen würde, da gehen doch auch andere drauf. Und das ist wie schaffen die das mit diesem Konzept, so über die Runden zu kommen und vor allen Dingen nicht aufgekauft zu werden von irgendwem? Ich meine, es kann sein, dass es einfach nicht so viel abwirft, dass man da so viel rein investieren würde, um dieses Ding zu kriegen, aber trotzdem, irgendwie ist das. Es wundert mich, sagen wir, es wundert mich. Die müssen ja auch irgendwie Leute bezahlen können, die für die arbeiten. Richtig. Es wundert mich in Zeiten, in denen du irgendwie kaum in irgendeinen Laden gehen kannst, ohne dass irgendein Schild sie verlassen das Staatsgebiet Russlands und betreten das Staatsgebiet, was weiß ich was. Ich meine, es gibt ein paar Werkstätte und so ein Shit, die noch unabhängig sind, aber das sind auch meistens die illegalen Scheiß mitmachen. Die Frage ist, ob da sowas vielleicht auch läuft. Möglich. Vielleicht denke ich auch einfach nur zu viel und es stimmt nicht, aber... Vielleicht ist es so einfach nur eine von... Es ist eine billige Scheiße, die nichts abwirft, deswegen wird sie nicht aufgekauft und die Leute kommen irgendwie grob um die Runden, weil sie ihre Leute nicht bezahlen vernünftig. Ja, mit idealistischen Zügen gewürzt funktioniert das wahrscheinlich, aber ne, es ist zumindest ein Punkt, den wir vielleicht im Hinterkopf behalten sollten, dass da möglicherweise noch irgendwo was anderes drin steckt. Weil warum sollte, was mich halt vor allen Dingen noch interessiert ist, warum hat die Hackerin das gehackt? Weil sie es kann? Das ist richtig. Gerade so eine Top-Hackerin, die hackt nicht einfach eben mal sowas. Na gut, der hat ja gesagt, dass die auch einfach mal so irgendwie Scheiße baut, aber trotzdem, es ist ja die Frage, ob sie nicht vielleicht sogar einen Grund dafür hatte, dass da irgendwie, also da reinzugehen. Nicht, dass da noch irgendwas anderes läuft, von dem wir nur bis jetzt noch nichts wissen. Es ist, wie gesagt, zumindest was wir im Hinterkopf behalten sollten und vielleicht, wonach wir auch gucken sollten, auch wenn ich nicht glaube, dass wir das finden. Ja. Ich meine, ich erinnere mich noch an Brummlibär-Pornos. Aber. Ja, das war eine komische, kranke Sache. Wahnsinn. Also, es ist cool, dass das irgendjemand aufgedeckt hat. Ja. Das ist ein krankes Schwein. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass die jetzt. Also, gut, ich weiß sowieso nicht, dass die irgend so einen Scheiß machen, aber. Naja. Darum geht es nicht. Hätte Rumpelstilzchen das nicht gefunden? Warum? Der hat doch nicht tief geschürft. Sollte er das vielleicht tun? Ich weiß es nicht. Es ist halt die Frage, weil wenn er dann erwischt wird, dann sind wir halt am Arsch und dann kriegen wir das nicht mehr hin. Aber es könnte sein, wenn er den Knoten hat, vielleicht kriegt er dann was raus. Aber es ist halt immer fraglich, ob das die Mühe wert ist, weißt du? Vielleicht steckt da auch gar nichts drin. Das kann halt sein. Wenn, pass auf, wenn Rumpelstilzchen das nächste Mal anruft,
der wollte uns ja noch Infos geben zu dem Typen. Vielleicht können wir uns dann nochmal mit ihm treffen und ihn dann mal fragen. Der kennt die Tussi ja besser. Ich weiß einfach nicht viel über die, aber da ist halt die Frage, ob die sowas auch einfach so aus Spaß macht und zu gucken, ob sie es kann und um sich geil zu fühlen oder ob es tatsächlich eine Möglichkeit besteht, dass da noch irgendwas hintersteckt, von dem wir einfach bis jetzt noch nichts wissen. Oder ob wir einfach nur paranoide Idioten sind. Vielmehr ich. Genau, ich habe dazu nämlich noch nichts gesagt. Das stimmt. Na doch, du sagst, du hast mir irgendwie recht gegeben. Ich gebe dir gerne recht, wenn du danach ruhig bist. Hat nicht so gut geklappt, ha? Nee. Möchtest du, dass ich weniger spreche? Nein, nein, das ist völlig in Ordnung, war super. Okay, ich bin einfach nur gerade ziemlich müde. Nee, das kann natürlich sein, dass das, dass da was lauert und das würde auch Sinn ergeben, dass sie dann, wenn da was lauert, sie danach sucht. Oder vielleicht ist es auch einfach nur ein Geldwäscheladen oder irgendwie sowas in der Art, so eine Scheinfirma, weißt du? Mhm. Auch dass möglich. Dass da gar nicht so viel abgeht, sondern einfach nur, dass sie darin Geld waschen und die deswegen dahinterher war, um die Geld... Vielleicht sollten wir Fedor mal fragen. Ja, und dann kriegen wir gleich einen Pehl, ihr dürft ja nicht rein, weil das uns gehört. Na, wenn wir da so reingehen und das Ding gehört und wir dann da Stress machen, dann kriegen wir hinter eins drüber. Punkt für dich. Deswegen, ich will ihm da nicht in die Suppe spucken, wenn er was damit zu tun hat. Das gehört sich nicht. Das stimmt, ist nicht die feine englische Art. Na, wir sollten es uns auf jeden Fall irgendwie, sollten wir das im Hinterkopf behalten, wenn Fedor das nächste Mal anruft und wenn Sandmann das nächste Mal anruft, fragen wir mal nach. Guter Plan. Bis dahin, was machen wir? Also noch vorbeifahren können wir nicht erstmal so schnell, vielleicht auch einen Rückweg? Nee, muss nicht sein, wir können nicht so viel machen. Eigentlich, außer warten. Ich kann, na, wenn ich ja jetzt eine Bewerbung hinschicke oder was weiß ich, dann werden die auf jeden Fall meine SIN checken. Die noch nicht existiert? Die noch nicht existiert, genau. Es sei denn, ich schicke erstmal eine unverbindliche E-Mail und frag nach, ob... Ja, selbst dann schicken die doch die E-Mail, die SIN. Warum? Meine SIN steht aber nicht drin, nur mein Name. Die können... Moment, haben die Leute einfach so Zugriff auf die SINs? Doch eigentlich nein, nicht, das nein, sind doch eigentlich nein. Nur Bullen, ne? Also bei einer Bewerbung schon. Bei der Bewerbung lieferst du die mit und die im Zuge der Bewerbung, wenn sie jemanden dann anstellen zumindest, dann machen sie das halt wegen Steuer und dem ganzen Scheiß. Und ja, das, ja, das wird auch ein bisschen eingetragen, so eine... dass du arbeitest. Wenn du dich bewirbst, gibst du die mit an. Das ist so wie heute, nee, Passworte machen wir ja nicht mehr, aber ne, das ist halt wichtig. Aber sie haben eigentlich keinen Zugriff drauf. Ja, aber es ist jetzt erstmal, wenn ich so... Das Einzige, was man immer sehen kann, ist kriminell. Mhm. Na, aber was halt zum Beispiel bei so einer unverbindlichen Anfrage, ob die sowas überhaupt nehmen, also ob es sich lohnt, sowas wie ein Bewerbungsschreiben oder sowas überhaupt zu verfassen, also ob die überhaupt jemanden nehmen, weißt du, das ist ja keine direkte Bewerbung, sondern ja, eher diese Anfrage. Da musst du deine SIN nicht mitliefern, auf jeden Fall nicht in dem Studio. Bei anderen Sachen ist es sicherlich Usus, dass man das macht. Aber bei denen vielleicht ja nicht. Ne? Bei denen kann man ja auch unverbindlich mal anfragen, während man bei anderen das irgendwie nicht macht. Dann so. Würde Jojo das nämlich tun. Dann würde sie unverbindlich erstmal anfragen. Ja, formulier doch mal bitte deine Nachricht. Deine unverbindliche Nachricht. Ja. Mit Preisempfehlung. Meine unverbindliche Preisempfehlung. Sie. Genau, was war ich denn? Ich war jetzt, ich bräuchte mir den Grund, weswegen ich überhaupt dingsig bin. Was ist ein dingsig bin? Rattig. Achso, ja. Na, den Grund kenne ich. Entschuldigung. Es ist Frühling. Kaban hat's richtig gemacht. Das war gut. Ja, das wird sowas sein wie, warte mal, hey, mein Name ist bla, oder so wie das halt immer ist, ne? Hallo, bla, hey, sehr mein geehrte Name ist bla. Nein, nee, sehr nicht. Geehrte Damen und Herren, bla, du weißt doch, wie diese Anschreiben immer sind. Ich weiß nicht, wie man das in Russland macht. Jo, Zucker. Ja, genau. Wodka. Da.
Ja, hier, ich bin Studentin der bla, wie was hatten wir gesagt, Mechatronik war und sowas, weiß ich nicht was. Und, ja, bin aber sehr interessiert an, Gott, was machen die genau? Hier Medien, Film und Medien interessiert. Und würde später auch gerne in dem Bereich was machen und wollte mal anfragen, ob sie vielleicht war das Interesse oder Kapazitäten haben, mich als, keine Ahnung, Praktikantin oder als zu für einen Nebenjob oder sowas einzustellen, sowas in der Art, so ähnlich. Ansonsten, wenn ich es gut formulieren soll, müsste es mir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit geben. Ja, das reicht ja. Sowas in der Art, weißt du? 20 Minuten später kriegst du eine Antwort. Sehr geehrte Frau Kreplikow, derzeit ist es im Bereich Mechatronik sehr schwierig für Sie, bei uns ein Praktikum zu bekommen, weil wir da auch einfach mit einer Firma kooperieren und ich Ihrer Nachricht nicht entnehmen kann, inwiefern Sie zeitlich in der Uni eingespannt sind, wann Sie Zeit haben und so weiter. Gerade da wir auch meistens bis 22 Uhr maximal arbeiten und nicht so viele Reparaturen anfallen. Je nachdem, wie qualifiziert sie sind und wie interessiert sie sind, da wir vor allen Dingen auf freiwilligen Arbeit setzen in dem Fall und ihre Vergütung nicht allzu hoch sein könnte, würde ich mich dennoch gern mit ihnen zusammensetzen. Bitte fügen Sie mögliche Termine an, bitte vor 22 Uhr in der Woche. Mit freundlichen Grüßen. Frau, öffne dich, PDF. Du weißt schon, hier. Ja. Die Ene da, ich glaube, die heißt Maya irgendwas. Und da sie... Nee, weißt du, mir fällt gerade ein, was das für eine Firma ist. Da steht schon mal nicht sehr geehrte Frau, da steht erstmal Liebe. Ja? So, Liebe Frau X. Und dann steht da Liebe Grüße Dina Espenskova. Gott, so wann kriegen wir unsere Sins in 5 Tagen? Ja. Am 18. Donnerstag. Du brauchst auch nicht zwingend die Sin, um dich mit ihr zu treffen. Das Obwohl, doch, das brauchst doch. Du. Der Pan wäre irgendwie dann verknüpft. Ja. Ja, wäre schon gut. Mhm. Du kannst es jetzt einfach, ne, du kannst einfach zusammenfassen, wenn du was antworten willst. Du musst es nicht so machen. Ja, okay. Ich fiste dich hart. Alles klar, sie schreibt zurück. Leider können wir aus moralischen Gründen derlei Videos nicht drehen. Aber wir könnten uns gerne in meiner Freizeit treffen. Ich hätte Zeit. Jetzt ordentlich hart. Alles klar. Also bitte, was schreibst du? Dass sie zeitlich im Augenblick relativ flexibel ist. Und also zumindest für die nächsten 3 Wochen zeitlich ich muss erst Pan haben, wenn ich mich mit der treffe, warte. Das ist ab Mitte nächster Woche, ne? Ja, genau, dass sie ab Donnerstag. Ab Mitte nächster Woche für die nächsten 2-3 Wochen relativ flexibel ist zeitlich und dass sie sich sonst gerne Donnerstag. Übrigens, Mittwoch hatte Alex Geburtstag, ist mir im Kopf drin, ne? Läuft. Donnerstag ab 18 Uhr mit ihr treffen kann. Alles klar, ich bin zeitlich sehr flexibel. Donnerstag kann ich zum Beispiel ab 18 Uhr. Schön. Okay. So, oder ab 15 Uhr, dann kann sie halt, oh Gott, nee, ab 18 Uhr. Ha! Magic! Weißt du, wie du noch muchtest 15 Uhr? Das funktioniert Magic! Nicht. Doch, darauf willst du dich verlassen. Alles klar. Nein. Klar. Läuft. Mit einem Kater den Kater wegmachen. Das funktioniert teilweise. Juti, also. Ich weiß nicht, ich werde euch hier langsam auf den Rückweg machen. Du bekommst dann irgendwann die Antwort, dass sie sich... Dass es schön ist, dass Studenten irgendwie halt doch noch anscheinend ein bisschen Zeit haben und sie würde sich
Freitag um 10 mit, dann mit dir treffen und sie gibt ja halt die Adresse, obwohl das halt völlig sinnlos ist. Und so ein Key, damit du halt da reinkommst. Freitag ab 10. Uff. Yes! Yes! Suffen! Wir können suffen! Das ist sehr gut. Nein, du, aber... Ja. Ich bin ja nicht eingeladen. Was willst du auf dem Geburtstag meines Vaters? Keine Ahnung. Suffen! Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob die Idee so gut ist. Ist auch besser so. Mhm. Du neigst manchmal zur falschen Zeit dazu, deinen Schwanz rausholen zu wollen. Doch nicht du von bist, meinem Vater! Du bist doch nur neidisch, weil du keinen hast. Schnucki. Mwah. So, ihr seid ja wie gesagt auf dem Rückweg. Ihr werdet euch ja dann sicherlich erstmal trennen und ein bisschen euren eigenen Shit machen. Ja. Jojo, du wirst in deiner Wohnung freundlich begrüßt von Dr. Baryshnikov. Yes, du fühlst dich unwohl in deinem Körper als Frau. Ich kann verstehen, ist nicht gut als Frau. Aber als Mann, du hast Ansehen. Du kannst arbeiten. Wo sitzt das? Das ist aus deinem Tritt jetzt. Wir haben uns immer gut verstanden, sagt sie gerade zu ihrem Tritt. Warum tust du mir das jetzt an? Du wirst besser aussehen vor deinen Freunden. Du kannst abschleppen, die Frauen. Du kannst sie alle nageln und nicht. Bist nicht Schlampe, bist guter Hecht. Lass umoperieren. Größen verstellbar, alles kein Problem. Dr. Baryshnikov, diesmal nichts Homöopathie. Diesmal handfeste Chirurgie. Das ist alles, was du mir zu bieten hast? Inklusive Brustentfernung, Bartwachstum und andere männliche Attribute. Auch du hast nicht mehr deine Tage. Sehr gutes Angebot. Hab ich auch jetzt nicht. Ich bin viel zu klein, ich gebe einen beschissenen Kerl ab. Da weiß er keine Antwort drauf. Was würde er denn da machen? Man kann quasi die Knochen verlängern im Bein. Ja, aber das geht ja auch nicht so, dass es... Das ne? sieht dann schon scheiße aus, sag ich mal, ne? Dann tut Zentimeter man da noch ein paar Rückgrat, dann holt man sie noch ein bisschen Rückgrat und dann geht das. Geil, geil, für die Magierin stelle ich mir das richtig geil vor. Mhm. Ja. Einfach mal ein bisschen Rückgrat für die Magierin. Mhm. Ich sehe das noch nicht kommen. Ich sehe das noch nicht kommen, sehr schön. Nee, einfach, ich sehe es einfach nicht. Bist du zu groß für Mann? Wir machen echten, oh Gott, Skandinavier aus dir. Bist du klein? Italienische Männer kommen gut an bei die Frauen. Amore, amore, Dr. Baryshnikov in Warschau. Bist du jetzt zufrieden? Nee. Er hat für alles eine Lösung. Ja, aber auch für einen Italiener zu klein. Er ist halt, du weißt doch, die Kleinen wie die Nähmaschine. Willst du mir jetzt auch überhaupt Schwänze verkaufen? Das ist völlig sinnlos. Ich würde mir eher die Brüste vergrößern lassen, als sowas zu machen, aber auch dafür sehe ich eigentlich noch keinen Grund. Naja, vielleicht doch. Aber... Die Werbung ist zu Ende. Und jetzt antwortest du mir nicht mal, du dreckiger Kerl. Sowas habe ich gern. Die Rede mit dem Fernsehen. Pass auf, dein tritt das noch an. Wir entschuldigen uns für die unplanmäßige Unterbrechung unseres Programms der Teletubbies. Es geht weiter mit den Teletubbies. Hm. Wieso ist mein Tritt überhaupt an? Oskar, hast du wieder heimlich Fernsehen geguckt? Oskar, ist wo auf dem Schalter gekommen? Dann auch Teletubbies, Oskar. Ich dachte, wir würden uns gut verstehen, aber so... Sie holt sich was zu trinken. Sehr gut. Der Rumpelstilz. Für uns beide? Am Apparat. Ja, für euch beide. Jo. Studenten sind das Letzte. Sie sind zwingt mich nicht, sowas zu tun. Ihr bekommt einen Link zu dem sozialen Netzwerk, wo er anscheinend ist. Das ist, nein, es ist ein mehrere natürlich, das ist das Uni-interne. Und er ist halt ein Bild von verschiedenen falschen Gemüsesorten, die er eingekauft hat, noch in der Verpackung, und dann steht da drunter Gemüseauflauf. Nice!
Ach ja, Jojo checkt übrigens ihr Vorlesungsverzeichnis. Wieso? Kannst du nicht. Warum nicht? Du bist nicht eingeschrieben. Du bist scheinbar eingeschrieben. Du hast keinen Zugang zur Uni. Und du siehst du nicht, wann alle Vorlesungen sind. Also, echt nicht? Du siehst, mir ist das öffentlich. Nee, klar, du siehst, wann alle Vorlesungen sind. Ist überhaupt kein Ding. Du könntest theoretisch als Gasthörer, was übrigens auch Geld kostet, dich reinsetzen. Das heißt kein Ding. Das Problem ist halt, du weißt nicht, was du dafür machen musst. Einfach, weil das nicht ganz unkomplex ist, da durchzusteigen. Also dann nicht muss ich leider nochmal den Dingens fragen hier, den Herrn, der mir die Sinn macht, später. Der weiß das, oder wie? Der muss das doch anlegen für mich. Lassen. Und das sind andere Prozesse als, ne? Was also. Weiß die, was du studieren musst, Alter? Also du weißt ein paar von denen, die auch essentiell sind, da steht's auch dabei, aber du weißt halt nicht, bist du da jetzt Gruppe A? Was ist da los? Und überhaupt? Ja, und so genau. Die, das ist das Wichtigste. Ja. Aber sowas kann man sich ja im Notfall auch ausdenken, weil, ja, ne, es guckt ja immer nach. Na, das ist richtig, aber man kann auch schon mal kurz ein bisschen gucken. Ich finde es schön, dass ihr euch anstrengt. Genau, wir wollen ja ein bisschen quasi das Dieb und Dicht machen. Alles klar. Sonst beschwerst du dich, dass wir zu hochschlechtlich dumm durch die Gegend bald hochfahren. Ich hab's doch eingesehen, es ist klug. Es ist nicht ganz einfach. Aber du hast ja auch noch ein bisschen Zeit. Ja, okay, passt. Deswegen, in den Tagen. Ja. Hast recht, okay. So, Studenten sind das Letzte. Siehst du nicht, wie sie das Letzte sind? Doch, ich sehe das. Ja, ich meine, das ist nicht mein richtiges. Also ich bitte dich, das ist doch kein richtiges Gemüse. Ach, sei nicht so versnobbt, Kaban. Das ist dein Problem mit der Tatsache, dass er sein Essen fotografiert und dann nice schreibt. Das ist dein Problem damit? Nicht die Tatsache, eins dass davon. Er das macht? Okay. Eins davon. Zum Beispiel ist Gemüseauflauf eine schöne, ziemlich geile Beilage zum Steak. Weißt du, was eine bessere Beilage zum Steak ist? Ein zweites. Karamell. Steak. Du hast es erfasst. Oder Bier. Bier geht auch. Bier trinkt man dazu. Das ist keine Beilage. Bleiben wir mal ernst jetzt. Also. Es ist Sophie. Sagt mir bitte, was ihr wissen wollt. Können wir uns treffen? Ich habe noch eine andere Frage. Klar. Cool. Wo? Wo seid ihr? Circa. In Donskoi. Ah! Oh, Moment. In Donskoi. Nice. So. Sie gibt ihm eine ungefähre Region. Nice. Sagen wir es mal so. Es gibt da nettes Imbiss, ne? So, da kann man sich hinprügeln. Und direkt gegenüber ist halt so ein Schuppen, wo ich halt nachher reingehen will. Ich habe mir heute verdient. Das ist, oh Gott, hab ich's vergessen. Oh Gott, wie heißt das? Sekunde! Oh Leute, bitte macht das nicht. Das ist zu furchtbar zeitversetzt. Nur einer. Obwohl, macht es los! Nein, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Es tut mir leid. Los, so schneller. Es ist das Blue Cat. So schnell. Da würde ich gerne nach reingehen. Woher kenne ich das nochmal? Woher kennst du das? Oh, das war die Puff. Ja. Ups. Ich hab mir das heute verdient. Lach nicht so doof. Was? Das war Ute, das Lachen. Ist okay. Was? Ich hab nichts gesagt. Klar. Interessiert mich doch nicht. Ja, judgmental. Alter, so dann da direkt gegenüber der Imbiss, der diese. Alles klar. Da will ich den kennt man. Als ob ich irgendwen dafür verurteilen würde, dass der mit einer Nutte fickt. Ich habe irgend so ein dummes Lachen gehört. Kam das von dir, Kaban? Nö, aber du kannst da schön grüßen. Okay. Obwohl, nein, lass das lieber. Ich weiß nicht, ich grüße halt eigentlich keine Prostituierten. Das finde ich irgendwie, das ist so. Ey, du bist der andere Typ, der bei dir reinsteckt, ne? Schöne Grüße von denen. Nein! Nein. Also, ich brauche so 40 Minuten. Passt. Drin oder bis du da bist?
Naja, da brauche ich dann halt so 5. 40 Minuten am Imbiss. Okay. Easy. Piep. Na dann. Bis gleich. Jo, bis gleich. Man steht am Imbiss. Alles klar. Ich habe eine Currywurst. Das Schöne ist... Also eine Mantaplatte, wie sie es gehört. Und eine Cola dabei. Alles klar. Das Jude-Zeug. Jude. Es ist halt tatsächlich ein Imbiss, das heißt, es gibt nichts zum drin sitzen. Das ist halt, also, ne, ihr habt da so ein paar Tische und die sind ziemlich weit voneinander entfernt, das heißt, man kann da eigentlich ganz chillig reden. Es ist auch gut in Sichtweite von dem Blue Cat. Genau. Der arme Kerl wird da rausgeschmissen, weil uns irgendwer mit denen zusammen sieht, oder? Also, ja, weil den irgendwer mit uns zusammen sieht. Er kommt gut gelaunt an, holt sich seine Currywurst. Wieso holt er sich eine Mantaplatte? Weil er sich seine Currywurst holt. Dann guck ich ihn an, warum holt er sich keine Mantaplatte, Mann? Weiß ich nicht. Warum hast du keine Currywurst? Du brauchst doch Eiweiß jetzt, wenn du da gleich reingehst. Stimmt, warte. Mann, muss man dir alles beibringen. Er nimmt Schlagsahne aus seiner Tasche und sprüht sie großzügig drüber. Oh Gott. Oh mein Gott. Großzügig meine ich, du siehst halt gerade noch so den Rand des Papptellers. Das ist süße Schlagsahne, oder? Es gibt herzhafte Schlagsahne? Ah ja, klar. Ja, klar. Die ist, natürlich ist die süß. Es wäre witzig gewesen, wenn er jetzt Sprühkäse rausgeholt hätte. Nee, es ist Sprühschlagsahne. Und sie ist auch schon süß, bevor er dann noch Zucker und Zimt drüber streut. Oh Gott. Ich will gar nicht wissen, wie das schmeckt. Also. Lecker? Also. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Ich sag mal so. Also. Ich sag mal so. Unterbrich mich nicht, Weib. Erstens. Also. Erstens. Ja. Die Schlagsahne brauche ich ja später auch. So. Und dann schmeckt das einfach richtig lecker und du hast einfach keine Ahnung. Das ist wie die Leute, die mir erklären wollen. Wie kann man denn Schokoladencreme abends auf sein Brot schmieren? Das isst man doch früh. Nein! Das isst man, wenn man Bock drauf hat! Und die Leute wehren sich bloß dagegen, weil sie dumm sind. Das schmeckt abends genauso gut wie früh. Das ist früh, kann ich ja auch ein Steak essen und schmeckt auch geil. Ich kann auch früh Bier trinken, ist auch okay. Das ist so dumm. Und abends Cornflakes essen. Ja, wenn du einmal probieren würdest, ich sehe, du verstehst mich, diese Schlagsahne auf diese Wurst, das schmeckt gut. So ist es nämlich. Das ist widerlich. Kleingeister. Nein. Ja! So. Ich kann mir das nicht gut vorstellen. Das ist. Siehst du, du kannst es dir nur nicht gut vorstellen, weil du es noch nicht probiert hast. Hast so viel Angst vorm Leben. Das schmeckt okay. Ich nehme jetzt mein Pixar und Pixar eine Wurst. Hey, du willst nicht mein Essen wegessen, oder? Du hast es so herausbeschworen, jetzt werde ich das probieren. Okay, viel Spaß. Und ich werde es probieren und dann werde ich das Gesicht verziehen, wahrscheinlich. Und das ist widerlich. Schmeckt's dir? Nein, das ist ja das Leckerste in deinem Leben. Nein, es ist widerlich. Wie ich es befürchtet habe. Jesus, warum tust hast du es jetzt probiert? Das ist so dumm. Weißt du, das ist so eine sinnlose Diskussion. Die habe ich so oft. Das ist wie, du isst garantiert irgendwas, was mir nicht schmeckt. Und wo auch viele sagen, ist ja ekelhaft. Oh Gott, ja, das tut er. Siehste, so. Und jetzt kommst du mir halt mit, nur weil ich was anderes mit was, weißt du, was denn, du nicht magst. Meine das war alles Fresse. Super lecker. Was habe ich denn gegessen, was nicht so toll war? Hausraum. Ich erinnere mich da an sehr verdorbene Mägen. Was? Die sind nicht verdorben. Du bist Flecke, du bist ja widerlich. Das meine ich nicht. Ich meine nicht das, was er gegessen hat, sondern das, was ihn danach erwartete. Siehst du, ich hatte von meinem Essen noch nie irgendwelche Probleme mit der Verdauung. Das ist ja auch... Das ist ja auch alles Chemie. Ja und? Verdirbt die Chemie meinen Magen? Nee, da muss es ja wohl gute Chemie sein. Oh Mann, ich schüttel den Kopf. Weißt du, wie viel Chemie verwendet wurde, um deine Augen einzusetzen, damit sie nicht abgestoßen werden und alles? Da hörst du doch auch nicht rum. It's good for you. Jetzt ist hier diese Platte und was ist ich da? Ich kann auch das nicht mehr heulen, Chemie. Ich habe keine Tränenflüssigkeit. Das ist alles Chemie, was du isst. Also heul nicht rum, weil ich andere Chemie mit anderer Chemie kombiniere. Das ist nicht zielführend. So. Bam.
Lasst euch schmecken. Es ist trotzdem sehr unappetitlich, was du da tust. Bist du auch Jojo? Ah ne, hast du dich Jojo vorgestellt? Ja, ne? Was? Ja, ist klar. Nee, ja, klar, sicher. Ja, ja, haut ja, das halt hin. Mit Zucker und Zimt natürlich auch. Sie probiert. Ihr Blick ist weder skeptisch noch angetan. Ich bin mir noch nicht sicher. Ach so, ja. Du hast natürlich die Marshmallows vergessen. Bei dir. Nee, Marshmallows mit Wurst habe ich schon mal probiert. Das war nicht so der Shit. Ach so. Ich habe es mal versucht zu füllen. Also, das bedeutet, Wurst? Ich habe einen Teil des Wurstinneren rausgepult und Marshmallow reingestopft. Das klingt vernünftig. Ja, so ein, Spieß abwechselnd Marshmallow und Wurst über dem Feuer ist natürlich auch geil. Ja, das habe ich auch mal gemacht. Aber nur einmal, weil dann hat man mir den Spieß aus der Hand genommen und ihn ins Feuer geschmissen. Zu Recht. Ich war das übrigens nicht. Weißt du was? Ich finde, du solltest dir irgendwo ein Einfamilienhaus suchen, ein paar Gartenzwerge in deinen Vorgarten stellen und dich in den Garten setzen und die Leute beschimpfen, die daran vorbeigehen. Und du solltest hinter deiner Frau hervorkommen und ihr die Hände um den schwangeren Bauch legen und ihr auf die Schulter küssen, während ihr romantisch verträumt in den Sonnenuntergang guckt. Das gehört dazu. Das klingt verdammt nochmal cool, aber ernsthaft, Leute, ihr könnt siehst auch nicht... Du, diesen Lebensstil finde ich auch irgendwie nicht cool, aber ich denke mir, wenn er das gut findet, dann macht er das halt. Und ich sage nicht, weil ich das nicht tue, ist das widerlich. Du widerst mich an, du bist abartig und guck dir die Haare an. Bleh. Weißt du? Ey, willst du jetzt rassistisch werden oder was? Ja, du bist doch essenzistisch. Ich sag nur, dass es einfach... Ja, du widerst mich ab, weil ich was anderes esse als du. Nein, ich hab nicht gesagt, du bist widerlich. Ich hab gesagt, das Essen ist widerlich. Nicht du bist widerlich, Mann. Das ist ein sehr schmaler Grad. Und ich sag halt, deine Haare sind widerlich, nicht du bist widerlich. Das genauso. Die gehören aber zu mir und das Essen gehört nicht zu dir. Noch nicht. Das ist mein Lebensstil, das gehört offensichtlich zu mir. Anscheinend ja nicht. Das sind noch zwei getrennte Sachen. Meine Haare kannst du nicht abnehmen. Hä? Das Essen schon. Das ist das, was ich bin. Das sind meine Vorlieben. Das heißt, es gehört zu mir. Das ist ein Teil meiner Persönlichkeit. Das heißt, du greifst einen Teil meiner Persönlichkeit an. Bam. Geschmack ist doch nichts, was du ändern kannst. Ich zeig dir gleich mal, was ich dir angreife. Ja, das, jetzt sind wir jetzt wieder auf dem Level. Alles klar, weil du stärker bist, machst du jetzt ihn auf dicke... Also klar machst du da ihn auf dicke Hose, aber das ist halt dumm. Weil, ne? Ich hab dich einfach outsmartet. So ist es nämlich. Bam! Er hat nicht Unrecht. Er hat nicht Unrecht. Hat sie gesagt? Ja, sie hat aber auch keinen Geschmack. Ja, aber wer definiert seinen Geschmack? Du oder was? Das ist auch doof. Irgendjemand muss ja noch Kultur bewahren. Kultur? Und das sagt der Ork in der Runde. Also wir essen gerade beim Imbiss vorm Puff, was sie einfach hingenommen hat. Da würden auch viele sagen, das hat keine Kultur. Ja, und da sagen viele, das ist auch keine Kultur. Und das sind auch Vollidioten. So ist es. Aber jeder isst vorm Puff. Also ich meine, man muss sich auch kurz stärken, bevor man da reingeht. Ja, ne? Nur nicht zu viel, damit die Performance nicht... Obwohl, inzwischen, früher habe ich gedacht, nicht zu viel, damit die Performance nicht abflacht. Und danach dachte ich mir irgendwann, Performance, muss ich die von irgendwas überzeugen? Eigentlich nicht. Ich habe ja schon bezahlt. Ich habe sie überzeugt. Aber gut. Aber umso länger du schaffst, umso glücklicher bist du danach. Nee, ich bin ja immer gleich glücklich, weil der Prozess, also das Ergebnis ist ja irgendwie das Gleiche. Ja, der Weg ist das Ziel, aber... Ja, vielleicht kriege ich auch Geld zurück, wenn ich so schnell bin, weißt du? Das ist sehr unwahrscheinlich. Ja, das ist richtig. Aber, weißt du, dann bin ich halt so angestrengt und glücklich oder ich bin halt nicht so angestrengt und glücklich. Verstehst du? Hm. Das ist halt schon ein Vorteil. Ne? Da hast du wohl recht. Wo wir gerade bei Vorteilen sind. Ja. Wir wollten uns auch noch welche besorgen. Ich bin nicht für so eine Friends with Benefits. Nein. Aber hier. Okay. Ne? Jojo, aber jetzt habe ich schon so lange mit ihm zusammen geübt, damit er dir das endlich sagen kann. Ich habe meinen ganzen Hut zusammengenommen und du sagst einfach, nie ist nicht. Sorry, Bro. Aber du hast einfach keinen Geschmack. Boink. Da gehe ich jetzt nicht wieder drauf ein. Jojo hält ihm 5 hin. Ja, er klatscht. Also du hältst ihm ja weit unten hin. Er klatscht ein. Ja. Nur weil ich mit ihr da die ganze Zeit rumrenne? Hä? Naja, also weiß ich nicht.
Weißt du, jetzt weißt du nicht, wie du aus der Nummer rauskommst und machst die als erstes runter, weiß ich nicht. Das macht er immer, ich habe mich dran gewöhnt, aber das ist auch nicht schlimm, er hat das Recht dazu. Ich meine, außerdem ist sie sowieso schon auf dem Boden, also von daher. Ja. Kleine Leute-Witze kommen eigentlich immer gut an. Ja, eigentlich schon, oder? Also. pass auf. Es geht. Warte, den habe ich heute noch gehört, den muss ich noch anbringen, pass auf. Ja. Ne? Synonym für sich einen runterholen. Jo, dann bin ich aufgestanden, dann habe ich erstmal den kürzeren gezogen. War nicht gut. Ist gut. Ja. Yep. So, jetzt können wir zur Sache kommen. Ich sollte das lassen. Auf jeden Fall geht's um die Tussi. Kann es sein, dass es einen Grund dafür gab, oder kannst du dir einen Grund vorstellen, weshalb sie auf den Knoten von dem Studio wollte? Ich kann mir Millionen Gründe vorstellen. Primär ein Grund, der besagt, da gab es möglicherweise was zu holen. Ein Grund, der besagt, ich wollte einfach nur zeigen, dass ich es kann. Oder ein Grund, der besagt, da steckt vielleicht sogar eine Menge mehr hinter, als wir jetzt sehen. Einfach, weil ich es kann. Das machen viel weniger Leute, als man denkt. Das ist halt dumm. Das ist wie, wenn du sagst, ich schleiche mich auf ein ultra hochgesichertes Gelände, um zu gucken, ob ich es kann, weil das ist halt super risky. Da guckst du halt nur, du guckst dann die Firewall an und guckst, wie du sie überwindest und zeigst dann, okay, ich könnte es jetzt vermutlich, also kann ich es, bam. Das ist das, was du da machst. Oder du hackst Knoten von so ein paar anderen Dudes, die du kennst, die das wissen, so Special-Knoten, ne, so Trainingsknoten halt, das ist so der Shit. Das glaube ich nicht. Klar gab's, also es gibt da Sachen zu holen. Wenn sie noch in dem Metier ist, wo sie war, dann macht sie das, um vermutlich jemanden zu assassinaten. Vielleicht hat sie jetzt einfach einen anderen Bro, mit dem sie das zusammen macht. Oder eine irgendeine andere Vorbereitung. Ich meine, das ist ein riesen Datentransfer. Die haben einfach Kunden. Und die haben richtig viele Kunden. Auch, wie gesagt, so ein paar reichere Dudes. Und ich meine, wenn man da was über die rausfinden will, kann das ein Anfang sein. Dann... Also ich glaube nicht, dass es ein Hack-and-Grab war von wegen irgendwelche Filmdaten oder so. Dafür sind die vermutlich zu wenig wert. Es sei denn natürlich wieder, wenn das irgendein reicher Dude ist, der einen Film gemacht hat, wie er seine Aale nagelt, dann erfährst du natürlich, wie seine Wohnung aussieht oder was weiß ich. Oder kriegst du irgendwas anderes raus, zum Beispiel, ob sie rasiert ist oder nicht, ist ja auch mal interessant. Ansonsten weiß ich nicht, dass... Sie kann sich da eingerichtet haben in wie heißt sie gleich? Oh Gott. Backdoor? Ja, ein Backdoor, um das als Proxy zu benutzen zum Beispiel. Das wäre eine Möglichkeit, das ist auch immer ganz klug. Ja, sowas halt. Okay. Also sie hatte definitiv einen Grund, wenn sie da wirklich drauf ist, weil das System ist nicht das Schlechteste. Das einfach mal so zu machen, um zu gucken, ob man es kann, ist halt echt dumm. Ja, klar, nicht. Du weißt mehr über sie als ich. Ich wollte nur sicher gehen, dass. Ich weiß nicht so viel über die, aber auf dem Level, auf dem sie arbeitet, macht man nicht, um zu gucken, ob man das kann. Nee. Weil, wenn du gefickt wirst, dann kommt irgendwie Gott und haut dir auf die Fresse. Das geht super schnell, auch wenn du gut bist, und dann bist du einfach raus. Dann kommen zu dir und kacken dir ins Gesicht. Alles klar. Das ist nicht so schön. Nee, das ist auch so Two Girls One Cup Scheiße, weißt du, das ist einfach so cremig. Sag mal, weißt du, wie gut der Laden läuft? Ich muss das kurz noch sagen, bevor ich das beantworte. Er nimmt nochmal seine Gabel, hat dann also diese Currysoße, vermengt die mit der Schlagsahne und steckt sich das in den Mund. So, wie gut der Laden läuft? Keine Ahnung. Na, so, die Frage ist, dass warum hält sich so ein Laden? Sowas ist ja eigentlich ungewöhnlich. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler und BWLer, ne? Also. Alles klar. Danke, du hast mir schon sehr weitergeholfen. Gern. Du wirst jetzt einen BWLer fragen. Dir ist klar, dass du aber keine Daten von dem Laden hast. Ja, klar weiß ich das. Das heißt, das ist auch für dich schwer einzuschätzen. Ja, alles easy. Okay. Also, der wird sich, keine Ahnung, wie er sich hält. Ich meine, sie haben halt einen Megaconner als Kunden. Da geht schon einiges. Ihr beschützt ihn dann wahrscheinlich auch, ne? Was heißt beschützen? Na, die Sache ist doch, warum halten sich so kleine Läden? Das ist eigentlich ungewöhnlich. Ich kenne es nur sowas, wobei ich mich in so einem Metier überhaupt nicht auskenne, aber
dass die kleinen Läden, die, wo kein Großer die Hand drüber hält, eigentlich nur dann existieren, wenn die noch irgendeinen illegalen Shit nebenbei machen. Das kann gut sein. Das klar, bei sowas und mich interessiert, wer da seine an. Und mich interessiert, wer da seine Hände mit im Spiel hat. Aber ich meine, das Ding ist nichts. Studios sind ja nicht so super groß. Das heißt, es kann schon sein, dass er sich hält einfach so. Keine Ahnung. Also ja, entweder er hängt ja ein Con mit drin oder es ist wirklich was Kriminelles, aber es wäre halt schon Top-Notch-Kriminalität, ne? Weil in dem Gebiet ist es halt nicht so einfach. Natürlich ist es nicht so einfach, aber. Ne? Und ob es ich sich hab... dann. Ich meine, da gibt es halt noch abgeranztere Studios, wo du deutlich mehr machen kannst oder andere Läden. Ja, ich will nur sicher gehen, darum geht es mir. Ich finde ich nur... auch korrekt. Finde ich auch korrekt. Hab ich nur keine ich weiß Lust, von dass mir hinterher. Und dir und überhaupt. Und mir und uns allen. Ne? Also, was die Gerüchte so besagen von der Tante, ne? Ja. Mit guten Kriminellen und mit der Worry hat sie halt sich nicht verkackt. Sie hat dann eher irgendwelche anderen Typen umgelegt, so. Und sich mit denen halt verschissen. Und wenn das halt eine Kriminalität auf der Stufe wäre, die das Ding irgendwie voraussetzt, dann hätte sie da halt schon von ihrem Schema abgelassen. Aber was sind denn gute Kriminelle? Mir gefiel deine Einteilung gerade. Das sind halt, weiß ich nicht. Ich meine, das ist zum Beispiel ein Laden, den betreibt keine Gang. Und das ist ein Laden, den betreibt die Worry mit Typen, die halt ein bisschen mehr vom Geschäft verstehen und die, wo dann halt wichtige Sachen gemacht werden, die auch ein bisschen mehr Geld vermutlich abwerfen oder sowas, ne? Oder sowas in der Richtung halt. Das ist Wirtschaftskriminalität. Und Wirtschaftskriminalität ist halt keine Straßenkriminalität. Das sind gute Kriminelle. Wirtschaftskriminelle sind gute Kriminelle, alles klar. Na, das sind. Du weißt schon, was ich meine. Ja, ich fand's nur witzig. Ja. So. Die sind nicht ganz so schnell mit dem Schwert. Das. Naja, du, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Naja, Wirtschaftskriminelle sagen eher, du schuldest mir jetzt was, und zwar genauer 90.000, und die muss jetzt abarbeiten. Ja, oh. Oder sie benutzen dann halt die Straßenkriminellen, um das durchzusetzen, ich meine, ne? Du kommst ja meistens mit solchen Leuten nicht in Kontakt irgendwie, weil die machen was auf anderen Ebenen. Idi. Ja. Aber das ist halt, wie gesagt, auch nur Legende. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch nicht so und sie hat sich auch immer mit irgendwelchen Worry-Dudes und so verkackt und ne? Hm. Gut. Das war eigentlich alles, was ich wissen wollte. Ich will dich nicht weiter von deinem von deiner Entspannungs- Doch, das wirst Yoga du. Yoga-Übungen abhalten. Wir handeln jetzt noch diesen Studenten an. Achso, stimmt. Auf. Es ist halt viel. Es ist so. Und ich weiß nicht, was ihr für Infos braucht. Fragt mich nach Dingen und ich kann euch Sachen sagen. Bitte. Na, was ist das für ein Dude? Wie ist der so drauf? Wo treibt er sich rum? Mit was für Leuten hängt er rum? Worauf steht der Typ, außer Gemüseauflauf? Also. Was ist ein Grund, weswegen man mit ihm reden oder ins Gespräch kommen kann? Gibt's einen Grund, irgendwie gezielt auf ihn zuzutreten, auch gerade wegen dieses komischen Projektes? Jo, also er ist bei der Peter. Was ich ziemlich witzig fand, wegen Bitch and Jamie und so, ne? Okay, nicht so witzig. Er ist bei der Peter. Vier Katzen, ja? Was? Vier. Das sind natürlich die übelst gut gezüchteten Dinger, die in seiner Mini-Bude auch nicht die völligen Koller kriegen. Vielleicht haben sie den ja doch. Naja, ist egal. Also, vier Katzen, Peter. Dann, was ist das, womit hängt der ab? Naja, der hat nicht so unendlich viel Zeit, ne? Also ich meine, der hat halt die Uni. Und dann hat er halt noch zwei Nebenjobs. Das eine ja, ist halt in der Frittenbude. Aber der hat mit Sicherheit auch in der Uni Leute, mit denen der permanent da durch die Gegend tigert. Naja, klar, aber ich meine, bloß, das sind halt nicht seine übelst besten Typen, ne? Wenn er keine anderen hat. Ja, nee, ich weiß schon. Was sind das für Jobs? Das eine ist in der Frittenbude. Und das andere... In welcher Frittenbude? Ist als... Diese lange Pause, das wird gut. Ist als Hiwi, weil er spielt halt Mediendesign. Und da ist er halt dann als Hiwi, wo er da für die Uni viel Shit mitmacht, offenbar. Was ist für eine Frittenbude? Das ist eine scheiß Frittenbude, Alter. Die ist auf dem Campus. So, die Dudes, mit denen er rumhängt, das sind auch natürlich A, Leute aus seinem Studiengang.
Dann sind das andere B, Filminteressierte, aber ich meine halt nicht Filminteressierte, wie so, wenn du sagst, du bist ein Filminteressierter, dann heißt das, du hast so ein paar Filme gesehen und so einen Scheiß, ne? Aber das sind halt wirklich die Leute, die irgendwie Regisseure kennen und dann wissen, wie die arbeiten und dir sagen, welchen Stil Kubrick hatte und solche Sachen, ne? Also schon Freaks. Leute, die. Ja, schon. Also, ziemlich nerdig. Halt, weiß ich nicht, Freaks würde ich nicht sagen, nerdig ist es schon ein bisschen. Freaky ist es eigentlich nicht. Dann halt mit Peter Dutz hat er viel zu tun. Er ist jetzt aber nicht der Mega-Weltverbesserer. Es ist halt wirklich hauptsächlich das Tierding. Alles andere ist ihm scheißegal, aber Tiere, Junge. Wie die hier halten werden, ist unmöglich. Deswegen habe ich in meinen 18 Quadratmetern noch 4 Katzen. Alle adaptiert, wahrscheinlich. Aus irgendwelchen Gefahrenzonen. Nee, die sind schon für ihn gezüchtet worden. Hm. Was? Wo hat denn die Kohle dafür her? So viel kostet das nicht. Das ist, ich meine, für einen Studenten kostet es super viel, aber wenn du dich halt einschränkst, ich meine, irgendwo, ne, hast du dann doch mal dein Ding, wo du Geld reinpumpst, und wenn so eine Katze 150, ist halt klar, es ist super viel, aber dann isst du halt mal einen Monat Kartoffeln. Dann isst du halt mal einen Monat Kartoffeln. Ja, klar. Katzen, ich meine, wie groß ist so eine Katze? Und Katzen sind ja so das Haustier mit, was am meisten irgendwie noch gehabt wird. Und von daher sind halt die Züchter nicht so krass. Gehst zu Evo, sagst Katze, sagen die geil. Easy. Kannst auch eine weniger teure kriegen. Witzig. Das sind schon welche halt, die ein bisschen weniger Platz brauchen, so ein Scheiß. 150, also wenig... das ist echt wenig. Cool. Ja, die sind ungefähr so groß wie dein Unterarm. Nein, die sind kleiner als dein Unterarm. Ohne Schwanz. Mini-Katzen. Genau. Kartäuser-Gabys. Die kann man dünsten. Das würde ich essen und dann würde ich nichts Süßes dran machen. Also wenn du mir irgendwann mal eine Katze besorgst und die gut zubereitest, das würde ich gerne mal essen. Welche Katze hättest du gerne? Was für eine Katze hättest du gerne? Eine, die vielleicht nicht so räudig und vergiftet ist. Vielleicht müssen wir den Dude mal besuchen. Ihr habt die Adresse. Wohnt im Wohnheim. In einem der Wohnheime, wo man eher aufpassen muss, ne? Wo man sich noch ein extra Schloss dran macht. Ich meine, die sind jetzt nicht super schlecht, aber, ne? So. Du meinst eines der Wohnheime, wo man auch mal als Nichtstudent reinkommt, ja? Das auf jeden Fall. Also du rennst da halt nicht mit Knarre rum. Es ist immer noch ein Wohnheim, ist immer noch ja, klar. In der Nähe des Campus und so. Das ist nicht so Gewaltkriminalität, aber Diebstahl und so ist halt schon der Fall. Also wenn da mal Katzen fehlen, würde ich das auch holen. Ist ein Risiko, was ich dir nicht empfehlen würde. Dafür weiß ich nicht. Ich gebe dir das Geld für so eine Katze, um dich mal gut zuzubereiten. Wenn die nicht zu 200 kostet. Aber ist egal. Lass uns von was anderem reden. Als von den Pussys. Seine okay. Freundin war bei Mom. Der hat da ein bisschen mitgemacht, aber nicht besonders viel. Das ist halt so, ne? Also, die war dabei und irgendwie dann so, ne? Freundin war bei Mom, also sprich, ist das nicht mehr seine Freundin, oder? Ja, das ist nicht mehr seine Freundin. Die vor 6 Tagen. War das aus? Ah ja, das ist ziemlich witzig. Weiß man den Grund? Ja, das ist ziemlich edel. Sie hatten... Übrigens, die ist noch bei Mom. Aber es ist halt jetzt die Ex-Freundin, das meine ich damit. Also, der Grund ist ja folgende. Die hatten natürlich, weil sie jung und studentisch und weltoffen sind, hatten sie natürlich eine offene Beziehung, ja? Und es gab natürlich Regeln. Und du meinst, sie war etwas offener als er? Ich sag mal, so. Er hatte sich das vielleicht anders vorgestellt. Und zwar, dass er dann auch mal was abkriegt. Hat er aber nicht. Denn er hat den Bitches offenbar immer gesagt, dass er eine offene Beziehung hat und die fanden das nicht cool. Hat die einfach gesagt, er hat keine Freundin. Easy game, glaube ich, ne? Das ist so ein kleiner Schnuckliger. Kein Problem, alle gekriegt, aber so keine aber Chance. Ehrlich. Und die, ne, die kriegt natürlich alle. Easy. So, hier ist auch so ein Schnuckchen. Und, also die Pussy könnte man auch noch verspeisen. So, also, auf jeden Fall hat er sich in der Zeit gedacht, das ist irgendwie doof. Das ist schon scheiße. Und außerdem hat er sich gedacht, außerdem, dass er so ein bisschen Eifersucht, ich bin weltoffen, doch. Und hat dann halt gesagt, okay, Baby, dann lass doch mal einen Swingerclub gehen. Dann waren sie da, ja?
Und da hat er natürlich dann mal doch ein bisschen mehr abbekommen. Sie fand aber offenbar die Typen, die da waren, nicht so. Das sind ja auch oft Typen oder Paare allgemein, die... Naja, nicht so toll sind. Es ist ein Klischee, aber es ist vielleicht unter dem Standard, den sie sonst bekommen hat, so, ne? So, er da volle Bude lichterlos, sie nicht so. Und dann ist bei ihr anscheinend kurz die Eifersucht durchgeschlagen und sie hat sich einfach den fettesten, verschwitztesten, abgeranztesten Typen geholt. So einer, der den Mund nicht zumacht, ne? So. So ein Typ. Joey erinnert sich gerade zurück. Der den Moschusduft erfunden hat. Ja? Und das war der Moment, wo er gesagt hat: Alles klar. Also, wenn du das nimmst, anstatt mich, dann können wir das. Das geht nicht. Und außerdem bist du jetzt. Das geht nicht mehr. Bah! Genau. Jetzt bist du bah. Ja. Kontaminiert. Es war zu viel. Und das war das Ende. Das ist ziemlich gut. Ich liebe diese Geschichte. Ich liebe diese Geschichte. Ach, schön. Ach so, das Pitch and Shaming-Ding, ne? Das wird finanziert von Horizon Project. Weiß nicht, ob ihr wisst, wie das funktioniert. Jojo schlägt sich gerade die Hand vor die Stirn. Okay, also die machen ja natürlich die ganzen Suppenküchen und so ein bisschen Bildungsscheiß und halt alles andere, was man so ein bisschen publicity-mäßig machen kann, so, ne? Und du gehst dann halt, und die haben halt auch einen Teil für Kunst und Kultur, so. Das heißt, du gehst hin und sagst, okay, ich habe hier ein Projekt und da würde ich gerne Finanzierung kriegen. Und die sagen dann, alles klar, das Projekt ist aber scheiße, das machen wir nicht. Oder die sagen halt, okay, aber wir wollen dann halt was sehen. Du kriegst ein Zeitlimit sogar, aber es ist, glaube ich, relativ easy, so wie ich das gelesen habe. Ich habe es jetzt noch überflogen. Und dann kriegst du halt einen Vorschuss. Dann musst du aber mit ein paar Leuten später nochmal ankommen. Dann, also je nach Projekt, wenn das ein Einzelprojekt ist, musst du es nicht. Aber du musst dann später mit ein paar Leuten ankommen und halt deine Idee noch weiter vorstellen. Da kriegst du ein Feedback. Dann gehst du da einmal pro Woche hin, um deinen Fortschritt zu zeigen. Da bist du halt dann auch ein bisschen gezwungen, weil sonst zahlt der Geld Hand zu. Und wenn es fertig ist, dann hast du halt das Geld dafür bekommen und kannst es veröffentlichen. Und da steht dann halt nur da, gesponsert von. Wenn du das nicht fertig kriegst, hat Horizon halt die gesamten Rechte an den Ding und kann damit weitermachen, wenn sie wollen. Sie verlangen aber ihr Geld nicht zurück und sie werden dich vermutlich nicht verklagen, weil das wäre halt irgendwie doof, bei so einem Charity-Project dann zu sagen, wir verklagen mich jetzt, halt irgendwie doof. So funktioniert das. Das heißt aber auch, sie haben halt schon Einfluss auf ihn, aber er ist, also die Vertragssachen sind halt relativ easy. Der kriegt ein bisschen was, um das Projekt halt zu finanzieren, und der Hauptteil ist halt quasi eine Aufwandsentschädigung dafür, dass er halt in der Zeit nicht arbeiten kann. Okay, cool. Also das heißt, sie brauchen also keine Kohle von uns, wahrscheinlich eher. Das würde ich nicht sagen. Okay. Na, die brauchen wahrscheinlich schon ein bisschen Asche. So ist es. Na, ich sag mal so, du, bei Filmen, wenn du mehr hast, kannst du natürlich mehr machen. Ist richtig. Du kannst länger drehen, du kannst irgendwie geilere Kameras benutzen, du kannst irgendwie noch länger dran schneiden und bearbeiten und so einen Scheiß. Ich meine, so ein Drehtag kostet ja richtig viel. Wenn da musst du halt durchkommen und vielleicht eine Szene dann nehmen, die nicht so geil gespielt war. Und wenn du halt mehr Geld hast, kannst du halt und so weiter. Ihr wollt ihnen aber kein Geld anrachen werden, oder was? Ihr habt 8K bekommen und wollt dem... Ihr wollt dem das geben, erzeugt das Bild mit Nice. Ihr wollt das dem geben. Der hat Gemüseauflauf Nice. Das hat doch niemand gesagt. Okay. Das war nur eine Idee. Okay, nein. Ist okay. Chill mal. Guck dir den Gemüseauflauf an. Das ist nicht mehr richtiges Gemüse. Oh, Kaban. Und passt auf. Ihr habt die 8K bekommen. Solange wir das durchkriegen, ist mir das eigentlich auch egal, wie ihr es macht. Gut. Schnucki? Ich habe mit ihm geredet. Oh, Entschuldigung. Dann solltest du dir mal abgewöhnen, Leute alle Schnucki zu hören. Zu dir komme ich gleich, Schatzi. Ah. Wir machen uns jetzt vom Acker. Also ich gebe euch mal das Gesamtdokument, weil ihr könnt da drin was suchen. Es gibt, ne? Ihr werdet halt einfach viel zu lesen haben, weil ich einfach alles reingepackt habe. Ich schnüffle immer gerne im Leben anderer Menschen rum.
Eigentlich stimmt das nicht, aber... Das glaube ich dir nicht. Was? Aber ich glaube, du bist neugierig. So von wegen, ich bin sehr neugierig sogar. Na, siehst du. Ich wünsche dir viel Spaß. Vielen Dank. Haut rein, Spaß bei der Handentspannung. Ja, ja, das ist ganz wichtig. Gerade als Hacker ist es wichtig, dass man die Hände ein bisschen entlasten lässt. Eben. Haut rein, Kinder. So. Ja, nimm selber den Mund nicht so zu voll. Gefällt mir. Er geht. Gut. Lass ich hoffe, uns er wird gehen. Ja, ich hoffe, er wird reingelassen. Ich hoffe es auch. Jo, ihr macht euch vom Acker. Ja. Ihr bekommt nach 10 Minuten eine Nachricht. Nein, ihr bekommt einen Anruf. Richtig, ihr bekommt beide einen Anruf vom Rumpelstelz. Jo. Ach, wie gut, dass niemand weiß. Ich hasse euch. Wieso? Warum? Ihr wisst es doch. Warum tut ihr mir das an? Ihr hättet sagen können, nein, wir treffen uns 3 Straßen weiter. Aber ihr habt es nicht getan. So unfair. Warum? Was ist passiert? Du weißt, was passiert ist. Ich ahne es, aber ich verstehe nicht, warum. Ich finde, ihr könntet mir durchaus sagen, wenn ich dann Entschuldigung, das war dumm. Im Hornbogen rausfliege! Mir war ehrlich gesagt nicht bewusst, Entschuldigung, dass das passieren würde. Und mit dem Hornbogen meine ich übrigens wortwörtlich. Bam! Und ich finde es nicht cool, wenn ich geworfen werde. Weißt du, das ist so erniedrigend, wenn ein Zwerg geworfen doch, wird. Hör auf zu lachen! Das kann keiner an, dass die immer noch so ein bisschen sauer auf uns sind. So sauer wie die war, finde ich, hätte man das ahnen können. Okay. Das ist mindestens, wie lange ist das jetzt her? Eine Woche oder zwei? Länger. Wow. Eine Woche oder zwei. Ein bisschen gut. Länger ist es. Das ist ungefähr ein Monat her. Das ist doch kein Monat her, oder? Flummi, hier steht Antwort Ivanovic am 29. März und jetzt sind wir am 13. April. Okay. Ich sehe den Monat noch nicht kommen. Nee. Na, Ivanovic hat ja eh später geantwortet. Das ist allerdings richtig, aber wie viel aber später? Der Monat, so viel später. Nee, das war noch kein Monat, also vielleicht 3 Wochen. Ja, okay, oder 2-3 Wochen auf jeden Fall. Nicht lang genug. Ich werde das vergessen. Ist vielleicht besser. Ihr werdet leiden. Wir werden leiden, inwiefern? Ja. Das weiß ich noch. Doch, ich weiß das. Tschüss. Du? Er hat aufgelegt. Wenn der auf meinen Comlink drauf geht und da irgendeinen Scheiß macht, werde ich dafür sorgen, dass er im hohen Bogen irgendwo reinfliegt. Und ich weiß noch nicht, wo rein, aber es wird stinken und eklig sein. Rattenkadaver oder sowas. Eine Trollvagina. Oder eine Trollvagina. Ich weiß nicht, was schlimmer ist von beiden. Ich glaube die Rattenkadaver, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich hoffe, dass er sich dessen bewusst ist. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall haben wir. Ich habe ehrlich gesagt tatsächlich nicht damit gerechnet, dass die Tussi das bis zum Ende durchzieht. Also auch niemanden mehr mit dem. Also sie ist doch dumm. Ist auf jeden Fall sehr geschäftsschädigend. Ja. Wir sollten uns da öfter hinstellen und Leute ansprechen. Ganz einfach so, irgendwelche Fremden. Ja, klar. Nee, eigentlich werde ich das nicht tun. Nee, dann kommen die irgendwann raus und wollen uns aufs Maul hauen. Ja. Nein, das werde ich nicht tun. Richtig, wir wollen die Kleinen ja nicht noch mehr beschämen. Wir sollten mit Fedor quatschen. Wenn der seine Finger nicht mit im Spiel hat da, weil ich sicher gehen will, dass die Worry da nichts drin hat. Mein Warum war halt einfach nur so voreilig. Jojo ruft nochmal Fedor an. Ihr wollt mir also sagen, dass das belgische Bier so ausgezeichnet war, dass ihr einen ganzen Kasten davon kaufen wollt. Das tut mir leid, das kann ich nicht machen. Könnt ihr selber bestellen, ich gebe euch den Link. Darum geht es nicht. Hast du noch mal ein paar Minuten? Wir sind gerade in der Nähe. Ist noch was eingefallen? Ja, ich bin jetzt nicht da. Ah. Cassiopeia ruht sanft auf meinem Arm. Und ich bin noch nicht überzeugt von ihr.
Ist es was, was man telefonisch machen kann? Oh Gott, diese Flügel. Flügel? Achso, ich spielte mit dem Gedanken. Ich weiß noch. Das Falknern zu meiner Passion zu machen. Denn es ist cool und gentleman-like und du hast einen verdammt coolen Falken. Und ich meine, du hast einen einfachen Falken, ja? Es ist so. Immerhin ein Jagdsport, der Stil hat. Ja, Jagdsport ist auch sophisticated und männlich. Und das ist sehr cool. Ich bin noch nicht überzeugt. Aber eigentlich finde ich es super. Du musst dich nur noch dran gewöhnen, das wird schon. Schnabel. Also bitte. Aber der tut dir doch nichts. Das deck ich doch gar nicht. Deck ihre Augen ab, dann hältst du dich ruhig. Ich soll meine Hand in die Nähe dieses Schnabels nehmen. Hat die keine Haube auf? Keine Falkenhaube? Doch. Dann fällt sie sich normalerweise ruhig, weil sie nichts sieht. Was also kann ich für euch tun? Nimm das mal. So, warte, ich gehe ein paar Schritte weg. So, okay. Es geht um... wie heißt das Studio nochmal? Dreamcast Studios, ne? Was ist das? Okay, ich wollte nur sicher gehen, dass ich niemandem ans Bein pinkel. Damit kannst du nicht sicher gehen. Ich kenne mich, ich weiß ja nicht auf Anhieb alles. Warte, lass mich das googeln. Gib mir mal einen Link zu der offiziellen Seite. Sie gibt ihm einen Link. Das reicht doch, wenn ich euch da irgendwie morgen Bescheid gebe. Jo. Ja, das reicht. Alles klar. Gut, mach ich. Cool. Ihr kriegt das morgen zusammen dann mit den paar Daten, die ihr noch abrufen könnt, damit ihr dann bald das alles habt, ne? Juti. Alles klar. Oh, was für ein majestätisches Tier. Piep! Er ist ja richtig begeistert. Ja. Es ist ein Falke, was erwartest du? Begeistert. Es hat lange gebraucht, ihn davon zu überzeugen. So. Das auch abgehakt. Dann der letzte auf meiner Liste. Der BWLer. Du kennst den BWLer? Ja. Yep. So, sie ruft Gandhi an. Okay. Was denn? Sonnenscheibe, du wirst gebräunt. Gebrutzelt. Oh ja. Du wirst gebrutzelt. Ach, so ein richtig angenehm. Oh nein, so warte, angenehm. warte. Nein, falsch, vergiss das, ruf mich nochmal an. Piep. Sie ruft nochmal an. Tor Sonnenscheibe, erfahre die Götterdämmerung. Oh. Das hat Stil. Ja, ne? Leider kann ich so die meisten Tussis, die hier ankommen und sich bräunen lassen wollen, obwohl der da noch gar nicht offen ist, was unten auch dran steht, nicht sagen, weil die das, glaube ich, nicht so cool finden. Das ist aber richtig. Gut. Was kann ich für dich tun und warum muss ich das überhaupt? Ich finde das überhaupt nicht in Ordnung. Lass mich doch mal in Ruhe. Was ist los? Ja, ein paar Minuten deiner Zeit schenken. Ja, los. Bam. Ach, ich kann auch vorbeikommen, wenn du willst. Kannst du auch machen. Das ist besser. Gut, bring Bier mit. Okay. Piep. So, wir fahren jetzt nach Nürschneue. Okay, wir fahren jetzt nach Nürschneue. Ja. Na ja, dann. Es ist besser, sowas persönlich zu regeln. Das stimmt. Jo, also das Sonnenstudio heißt tatsächlich Thors Sonnenscheibe. Da ist auch ein stilisierter, comic-mäßiger Gott abgebildet, der so halt die Sonnenscheibe in der Hand hält. Und das Licht fällt dann auf eine Braut im Bikini, die natürlich sich richtig geil rekelt und davon sehr angetan ist. Interessanterweise ist ihr Haar im Winde geweht, allerdings des Tores wallendes, geiles germanisches Haar nicht. Denn er ist halt ein Tors gigantischer Furz. Wind. Nein, Tor ist perfekt in seiner Umgebung. Müssen Frauen also offenbar verwindete Haare haben. Hm. Denk doch mal mit. Sie glänzt auch von Öl. Auch weil er da ist. Instinktiv quasi. Das, ja. Wenn du so wieder Fraueninstinkt triggert und zack, haben die Ölhaut. Das ist halt ja, so. Ja, genau. So ist es. So denn? Jojo geht hoch. Bis da. Ich folge ihr auf den Schritt. Aloha.
Moin. Hi. Hallo, Kerbern. Moin. Bier. Hier. Wie lange habt ihr das geübt? Die ganze Fahrt über. Cool. Ja, ich verspreche mich sonst mal, tut mir leid. Ja, Worte, schwierig, ja, ich weiß schon. Jo, er macht Bier auf. Sie auch. Top, ich auch. Pass also, auf. Ihr wollt erstmal sicherlich wissen, welche Creme ihr am besten nehmt, bevor ihr reinsteigt. Ich würde sagen, ihr habt noch nicht so viel Erfahrung. Erstmal 10 Minuten auf einer leichten Stufe. Und dann würde ich die Creme hier empfehlen. Für deine Hautkörper vielleicht eher die hier. Die macht dich männlich. Männlich ist gut. Was ist das für eine Creme? Wie heißt die? Ja, die heißt halt einfach nur Tré Cosmetic Hautstufe 10 Dingster Lotion irgendwas, keine Ahnung. Ich werde die Etiketten alle noch überkleben, ist klar, ne? Jo, männliche Männlichkeitscreme. Ja, zum Beispiel. Aber das müsstest du eigentlich in dem Stil von Thor... Na klar werde ich das machen, hallo? Wo denkst du hin? Heldensalbe! Ja, das gefällt mir. Valhall-Schmiermittel! Achso, ich nehme an, ihr wolltet was anderes als euch wirklich bräunen, weil die Dinger sind auch noch nicht an und nicht installiert und naja. Ist egal. Ja, okay. Schmiermittel? Wofür? Damit du reinflutschst? Nein, damit deine Haut optimal gebräunt wird. Aber Schmiermittel? Ja, schmierst dich halt damit ein. Dann bring lieber Bratfett. Das klingt aber doof, wenn ich sage, weil Halsbratfett, das kauft keiner. Das ist richtig. Aber Schmiermittel auch nicht, das klingt wie Gleitgel. Mir fiel jetzt nichts ein. Premier Sava. Auch nicht. Weil Seidenmilch ist halt auch dumm. Das ist auch richtig. Ambrosia. Das ist aber auch halt... Das waren Griechen. Als ob das jemand hier wüsste. Wer weiß ich das überhaupt? Servicia müsste es übrigens sein. Servicia, ja. Eine lauwarme Servicia. Ist ihre lauwarme Servicia nicht lauwarm genug? Hervorragender Film. Ja. Sehr großartiger Film. Du bist eine Katze, Nein, du bist ein Schwein, heißt es, glaube ich, ne? Du bist ein Wildschwein. Gott, jetzt weiß ich es! Yep. Schau dich an und strahlt. Na super. Oh, schön! Du bist ein Wildschwein. Und es hat geklappt! Ich wusste, dass es geht. weswegen waren wir nochmal hier? Du wolltest wirtschaftliche Dinge mit ihm besprechen. Was würdest du nur ohne ihn tun? Bier trinken, den ganzen Tag. Verpiss dich, Kaba, du kannst der Frau das Leben nicht ruinieren. Sie würde den ganzen Tag nur Bier trinken. Ja, es tut mir leid. Sie hier über irgendwas reden. Das tut mir wirklich leid. Ja, also bitte. Ich bin ganz ruhig. Oh, pass auf. Nein, mach's nicht mehr. Hast du was Lass vor? Lass dir Zeit. Entspann dich. Du wirst es doch auch. Wir haben noch einen Träger, Bierzeit. Go! Er hat mir nicht mal einen Kasten mitgebracht, Leute. Natürlich. Oh, cool. Steht neben der Tür, aber es geht um, sie macht die Webseite nochmal auf. So, pass auf. Was ich gerne wissen würde, ist, ob es realistisch ist, dass sich so ein Laden halten kann. Oder ob da irgendwas im Hintergrund läuft, das dafür sorgt, dass so ein Laden offen bleibt. Okay. Das klang jetzt echt kryptisch, oder? Nee. Das Ding ist halt einfach... Ich habe jetzt also die öffentlich einsehbare Matrixpräsenz. Ja, das musst du jetzt genau wissen, was... Aus den Daten, die ich hier entnehmen kann, würde ich sagen, dieser Laden kann sich perfekt halten, weil es der Beste ist. Das würde ich aber von jedem Laden sagen, wenn ich in die Matrix gucke. Es gibt eine Ausstellung der Hintergrundinfos, die wir haben. Was nicht so viele sind, aber wenigstens ein paar kleine.
Lasst euch doch nieder und ihr könnt eigentlich mal meine Hängematte installieren, während ich mir das angucke. Die liegt wo? Da, da vorne. Schon. Ah, oh, die habe ich übersehen. Die Hauer sind einfach mal im Weg, wenn man auf den Boden gucken möchte. Meinst du, dass ich eher dein Bäuch... Psst! Ah. Jetzt werd ihr mal nicht frech, du. Das sind die Hauer. Ich habe halt schwere Knochen. Alles klar. Komisch, ja? Das habe ich schon öfter gehört. Ich habe eine Drüsenerkrankung. Du produzierst zu viel Östrogen? Nein. Nach zu viel Cortison sieht es auf jeden Fall nicht aus. Können wir jetzt die Hängematte aufklingen? Außerdem bin ich total fit. Was wollt ihr eigentlich von mir? Mhm. Kannst du das machen? Ich komme da oben nicht dran. Ja, ich hänge das noch oben. Da steht noch irgendwie so eine kleine Trittleiter irgendwo. Ey, ich hänge das oben in die Schlaufen. Und warte darauf, dass Jojo die andere Seite macht. Nee, du musst da schon noch einen Haken und sowas reinmachen. Also er hat halt... Ne? Dann mache ich da jetzt einen Haken in die Wand. Sehr gut, das wollte ich hören. Jo, ihr macht das halt und dann irgendwann kommt ihr an. Jojo legt sich in die Hängematte. Achso, Jojo, ich hatte übrigens vor 1000 Jahren noch mal was im Chat geschrieben, aber ist egal. Das war noch vorhin, als ihr an dem Haus vorbeigefahren seid. Ja, ich hab das gesehen. Achso, okay. So. Das sagt mir leider auch noch nicht viel. Das sagt auch noch nicht viel, na gut. Deine Frage war, kann sich das alleine halten? Ja. Das ist genauso wahrscheinlich, wie dass da komische Dinge passieren oder nicht komische oder... Gibt halt... Das ist halt nichts. Ja, okay, wahrscheinlich. Ich wollte nur wissen, ob sowas prinzipiell möglich ist. Das ist auf jeden Fall prinzipiell möglich. Oder ob damit zu rechnen ist, dass da noch irgendwas nebenher läuft. Das kann ja gut sein, aber es ist auf jeden Fall möglich, dass das auch so läuft. Okay. Ich meine, wenn sie wirklich... Wenn sie wirklich, sagen wir mal, allein wenn sie 30... Naja, so, selbst wenn sie 5% aller russischen Horizon-Bildungsvideos machen, weil sie ja jetzt den Bildungssektor in Moskau übernommen haben, dann sind die halt schon durch. 5% würden sie vermutlich gar nicht schaffen, irgendwie zu übernehmen. Aber ne, selbst wenn die da wirklich einen sehr, sehr kleinen Anteil haben, das reicht halt vollkommen aus. Die Leute werden sicherlich nicht gut bezahlt. Und die müssen halt richtig ackern. Die haben bestimmt jeden Tag irgendwie, weiß ich nicht, richtig so 12-Stunden-Tag. Du meinst, die arbeiten tatsächlich auch? Die sind halt völlig durch. Die machen das nicht lange, dann mal halt gutes alles Burnout und dann kommt der nächste. Vermutlich. Anders wird es nicht funktionieren. Oder sie haben halt wirklich jetzt einfach den Deal. Oder sie müssen, ja, keine Ahnung. Aber und dann ist halt die Frage, wenn sie es wirklich mit Horizon machen, kannst du relativ viel steuerlich. Das kann sein, dass es, ne? Da, also, da kannst du ersparen, sag ich mal. Und easy. Also ich denke, es geht auf jeden Fall. Ich denke, die werden nicht super gut bezahlt werden. Ich denke, es wird durchaus Monate geben, wo es schwierig ist. Aber es wird funktionieren. Okay. Ist natürlich einfacher, wenn was nebenbei läuft. Ja. Wobei sie halt gucken müssen, ich meine, es gibt ja den Versuch von Zensur immer noch, auch wenn es halt super hart ist. Bloß bei so einem Kleinen können sie halt eher was machen, das heißt, da musst du ein bisschen aufpassen mit hin und her schieben und so. Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Hm. Aber geht halt. Ja. Na gut. War nur... Ne? Ja, wenn du sowas wissen willst, da brauch ich halt einfach handfeste Daten. Ja gut, mehr ich Daten. Ich habe jetzt mal geguckt auf den Dings-Index und so, wo sie halt da stehen und so ein Scheiß, aber der ist halt auch nicht super aktuell, nicht super aussagekräftig, das ist halt sinnlos. Die Hängematte hängt richtig geil raus da! Nein! Hab ich mal zwischendurch gesagt, was? Alles klar, mach Platz da! Sehr gut. Na, ich wusste, auch noch es mit war... rein. Wie fest hat nee, das gemacht? Ich glaube, das hält nicht. Also ich meine, ich habe extra dicke Haken genommen und so und ich habe halt irgendwie den richtig geilen Kleber genommen und alles, aber so. Ist halt auch nur eine 2-Personen-Hängematte. Und ich meine, auf meinen Schultern lastet zusätzlich noch die schwere Last der Verantwortung über Thors Sonnenscheibe. Da kannst du halt auch nicht, weißt du, da musst du halt ein bisschen gucken. Kabern, tut mir leid. Nö, ist kein Problem, ich bin sowieso... Er ist so genügsam. Das er ist braucht halt nur seine Sohle.
Ja. Was heißt denn hier Sule? Ich setze mich halt lieber aufs Sofa. Er braucht nur seine Sule und eine Bache. Wo siehst du denn hier ein Sofa? Weiß ich nicht, noch gar nicht, aber ich bin näher am Bier als ihr. Das ist ein Riesenvorteil. Du darfst dich in meinem Bürostuhl setzen, das ist dir erlaubt. Dankeschön. Aber so, nicht kleckern. Ich schieb den Bürostuhl direkt neben das Bier. So, perfekt. Das ist ein richtiger Platz. In der Tat. Plock, das nächste Bier geht auf. Ah, der Junge hat Durst. Siehste? Der ist ja auch groß. Ja, das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Also ich meine, hey, ich bin genauso groß wie er, aber... Nee, ja. Nicht ganz. Outgame? Ich glaube schon. Wie groß war der? 1,90? Ungefähr. Wie groß ist Kaban? Ich weiß das. Das ist tatsächlich Sagst du schon's auch? Ich habe es irgendwann auch schon mal aufgeschrieben, ja. Ich glaube, das ist sowas, was halt null relevant ist. Ich hatte immer irgendwie im Kopf, dass Kaban ein großer Ork war, deswegen... Ich war auch ein großer Ork. Dann ist er größer als 1,90, das ist nämlich deren Durchschnittsgröße. Ja, echt? Ja, ja, Orks haben eine Durchschnittsgröße von 1,90. Größer und die waren 1,90? Nein, beide. Okay. Alles klar, dann ist er halt ein paar Zentimeter größer, alles klar. Im Wesentlichen genau. Ach, du bist ein Winzling. Die wichtigsten Dinge sind halt die innere Größe, nicht wahr? Nein! Die wichtigste ist Größe falsch. Ist die Größe des eigenen Genitals. Das wissen wir doch. Das meine ich doch mit der inneren Größe quasi. Bei dir ist das innen? Nein. In du, seiner das ist nicht Hose. Normal. Du musst da mal irgendwas machen lassen. Das muss da raus. Das muss raus. In der Innenseite der Hose, Mann. Okay. Mann, hör doch mal zu, Mann. Ich wollte schon sagen, ich meine, du musst doch mal rausgehen, um Spaß zu haben. Nicht immer nur irgendwo drin hocken. Naja, doch, man hockt ja drin, in anderen Leuten und so damit, und also in anderen Frauen. Nee, das ist falsch. Da bist du rausgegangen und bist dann irgendwo hingegangen, um Spaß zu haben. Das ist schon was anderes. Schon, aber dann hockt er wieder drin. Du hast merkwürdige Vorlieben, Kaban, davon hast du noch nie erzählt. Sex? Einfach mal eine Weile drin hocken. Alter, ja, einfach mal chillen. Ja, du musst halt auch schon ein bisschen dich bewegen, ist klar. Das Wellenrauschen. Da ist ja wie wenn du in den Club gehst, da gehst du ja auch nicht rein und bleibst dann stehen, sondern da du tanzt dann. Ne? Ja, genau. Du musst in dem Dom auch mal tanzen. Ja, da kommen auch die Hüftmoves dann, bam, bam, bam. Ja, und dann wird geklatscht dabei, super Sache. Da wird geklatscht? Du gehst in den Club und klatschst, Alter. Junge, in was für Clubs gehst du eigentlich? Ich wollte ihn auf ein anständiges Konzert mitnehmen, er wollte nicht. Du hattest keine Zeit. Das ist richtig, aber es ist einfacher, dir die Schuld in die Schuhe zu schieben. Ach so. Apropos anständiges Konzert hier, dein Troll. Ich weiß! Bro. Donnerstag, Mittwoch, ne? Da wollte ich auch eigentlich hin. Und dann ist dir eingefallen, dass Daddy Geburtstag hat. Tja. Man sollte eigentlich mal Prioritäten setzen. Ja. Wenn es der Daddy ist. Der wird auch nächstes Jahr noch ein Jahr älter. Der bleibt das ganze Jahr so alt. Ja. Da kann man schon mal hingehen. Ja, finde ich auch. Ja, Details. Ich meine, Daddy-Geburtstag kann schon cool sein. Wenn du Daddy hast, der besoffener ist als du, das hat schon was. Geht schon. Ich werde auf jeden Fall richtig viel Spaß haben, glaube ich. Hä? Wo? Was? Ja, bei dem Konzert. Ach so. Es ist Mittwoch, ne? Ja. Ich gehe mal kurz auf die Webseite von Freya. Auf die Webseite? Ja, die Facebook-Seite. Achso, okay, ja. Was hört ihr denn für Musik? Alles Mögliche. Jetzt kommt die mit irgendwie so einem Pop oder so. Klassisch. Und wenn sie irgendwann mal mit Freundinnen oder so in den Dizzy gegangen ist, dann eher so Dark Shit. Aber hauptsächlich so Grof-Klassik-Krams. Yay! Geil! Das ist ein meilenweiter Unterschied, das dir kam. Ja, das war mir schon klar.
Ich hatte deswegen dachte ich so, yay! Ach, das war sarkastisch. Ich habe bei dir Probleme, das zu erkennen. Ich rede ja sarkastisch flüssig. Das ist völlig in Ordnung. Hm. Genauso wie ich zweideutig flüssig. Guck mal, wie er sich freut. Nee, das war eher so ein bisschen... Also ich freue mich ja gar nicht so, weil... Warum freust du dich nicht? Ist die Musik naja, ich hätte gerne jemanden mitgenommen, aber die hört die Musik nicht. Man geht nicht immer nur auf Konzerte, weil man die Musik hört. Schon, aber fürs erste Date sollte das schon dann etwas Interessanteres sein. Na, ihr geht doch essen. Ja, das Konzert ist ja eher vor dem Essen. Ich weiß nicht, ob das so eine. Ich weiß nicht, erstes Date würde ich mir vielleicht, weiß ich nicht. Nee, je nachdem, wie sie drauf ist, aber ich meine. Ich habe musikalisch gecheckt, das passt nicht. Nicht nur deswegen. Ich meine, das Ding ist doch folgendes. Ist das deine Musik? Das Konzert? Es geht eher nicht so. Ach so. Ist ein bisschen lame. Lame? Ja, nicht es klar. Es sind halt nur zwei Leute und. Ach so, das meinst du von der Performance, ja, okay. Also ich meine, die machen eigentlich ganz gut Stimmung. Ja, ich habe Videos gesehen, aber ich kann es mir auch vorstellen. Aber letztes Jahr gegen Ende war es halt, da war es noch cooler tatsächlich. Da hat Ogi dann ab und zu auch mal ein paar Zuschauer genommen und einfach dann, ich sag mal, die durften dann auch hier surfen. Und zwar, indem er sie von der Bühne in die Menge geworfen hat. Das war ganz witzig. Und ich war nicht da. Weil das sieht doch übelst lustig aus, wenn er die sich krallt. Hält er die halt hoch, dann schreit er denen einfach nur ins Gesicht seinen Text und die sieht halt fast aus, als würde er sie fressen und dann wirft er sie halt und dann ist es ein bisschen witzig. Das ist schon ziemlich geil, ja. Ja. Ich meine, ich hoffe, er springt nicht in die Menge. Das hat er noch nie gemacht. Einmal hat er es versucht, aber ist dann rechtzeitig hat er dann noch ist ihm dann noch eingefallen, dass die Idee vielleicht nicht ganz so gut ist. Moment, ich wiege ja eine halbe Tonne. Oh, Ja, wenn da nur Trolle drin wären, er ist dabei über den Verstärker gestolpert. Bei dem Versuch anzuhalten. Ich nehme an, diesen Verstärker gibt es nicht mehr. Dieser Verstärker war danach, also ich sag mal, ich habe wenige Teile gefunden, aus denen sich noch irgendwas machen ließ. Scheiße! Nicht mehr der Müllsammler konnte was machen, dann ist es vorbei. Dann ist vorbei. Aber um auf die Sache zurückzukommen. Ich meine, wenn das nicht so deine Musik ist, ne, dann gehst du da hin und du willst halt noch das Maximum aus dem Abend raushauen. Das heißt, du musst richtig eskalieren. Du musst also vielleicht so ein bisschen saufen. Nö. Dann musst du da richtig da vorne gehen, einfach die ganze Zeit in den Moshpaint rein und dann musst du ja richtig loshacken. Und dann musst du mit Dudes, dann triffst du immer diese übelst geilen Typen. Du stehst einfach am Pissbecken, ja. Dann guckst du rüber und sagst, jo. Jo. Und dann kommen manchmal richtig geile Gespräche, oder der Typ guckt dich an und sagt irgend so einen richtig dummen Satz, den man halt nur so da hört, so was richtig geiles, und den Rest des Abends ist es dein Bro. Und du willst halt einfach nicht mehr von seiner Seite weichen, weil er so geil ist, bis du dann irgendwie irgendwann am nächsten Tag aufwachst und denkst, Alter, was ist hier los? Und so, ne? Aber für den Abend ist es halt der geilste Typ. Und dann hast du aber halt diese Bitch. Und die ist halt vielleicht noch ein bisschen verhaltener. Wenn die nicht der geilste Bro aller Zeiten ist, dann hast du halt den Typen verloren und musst mit dir da rumhängen und vielleicht macht das dann nicht so viel Spaß. Würde ich echt mir überlegen, meine. Also ich habe da die Erfahrung, war nicht so gut. Ja, deswegen habe ich auch gerade gesagt, ist nicht. Also es war ja schon so abgecheckt, ob möglicherweise, aber nö. Ich möchte nur meine Erfahrung weitergeben. Es ist das so leid, ich bin einfach. Ich bin da echt total dankbar. Also es ist schon, ne? Endlich jemand, der dankbar ist. Vollkommen. Oh, pat. Hey. Hier, komm, kriegst du ein Bier dafür, ne? Das ist ja. Und du, hast du dir auch noch ein neues verdient? Ich hab mir selbstverständlich ein neues verdient. Womit? Nicht mit Recht, aber komm, sie ist eine Frau. Geben wir eins, das ist okay. Hier. Besten Dank. Bitteschön. So, das war's letzte. Sauerkirsche. Alles klar. Ihr habt also Zeit mit Vicky verbracht. hört man direkt. Ein bisschen vielleicht. Was? Das letzte kam nicht von Vicky. Ich habe es mit Vicky zusammen eingeführt, Outgame. Und dann habe ich es einfach immer wieder gesagt im Outgame. Aber ich habe das erste Mal mit ihr eingebracht. Weil es halt passte mit ihrer Kirschmanie, ja. Als sie ja, richtig so hin durch und war. Wieder, aber gute Dinge setzen sich durch. Ja, ne? Denke ich mir auch. Das muss man einfach auch mal anerkennen. Ja. Und ich war ja auch mit ihr mal unterwegs, also ist sie nicht. Ich verstehe. Ja, nee, das... Ich glaube, so weit kam es nicht. Nee, da ist mir ein
sein Gesicht wird etwas düster. da ist mir jemand dazwischen gekommen. Ich sag mal so. Du hast halt keine Chance, wenn sie nicht sagt, dass du nach Frittenfett riechst. Wenn sie das sagt, oh, das hast du gewonnen. Und hast es trotzdem nicht. Junge, dann war frei. Dann hättest du kriegen müssen. Also wenn du interessiert warst, dann... Der war frei, Junge. Da war einfach jemand anders schneller. Aber, um nochmal auf die Musik zurückzukommen. Die Musik. Ich bin ja nicht so wirklich begeistert, dass sie nur zu zweit sind. Ja, ich find's okay. Ja, ich meine, da fehlt irgendwo, die müssen doch so machen, die selber die Musik und so. Die müssen die auch live rüberbringen. Die sich live verspielen können. Ja, sehe ich so vom Band, das ist halt so ein bisschen doof. Das Ding ist halt, ich finde zwei Leute, die halt dann richtig Party machen, besser als wenn du halt fünf hast und der Bassist steht halt die ganze Zeit da und spielt halt Bass. Oder noch schlimmer, was ich ja ganz schlimm finde bei altem Heavy Metal oder alten Power Metal halt, die dann rumstehen und alles, was die machen ist, die heben ihre Gitarre ein bisschen hoch und wieder runter und drehen sich so ein bisschen. Hammerfall, ganz schlimmes Beispiel. Die machen nichts, die sind einfach nur da. Weißt du, dann kann ich mir die auch echt sparen. Wie hießen die? Hammerfall ist super alt. Ja, das sagt mir jetzt gerade gar nichts. Das ist von... Was sind saugeil, OT. Hammerfall. Aber die machen auf der Bühne nichts. Das ist richtig. Aber das machen aber die ganzen richtig Alten nicht. Ja, klar machen die das. Slayer ist das Schlimmste. Die bauen sich einfach alle auf ihrem Podest auf und dann ist Ende. Manchmal stehen sie ein bisschen breitbeinig da und zeigen... Ja. Slayer ist das geil. Schlimmste, was man live machen kann. Die hatten Angst vorm Publikum. Hey, das Publikum ist auch böse, die hören Metal. Ja, ohne Scheiß, die sind, da ist ihnen dann einer durch die Security gerutscht und auf die Bühne gesprungen und dann ist die komplette Slayer-Bande einmal nach links außen auf der Bühne, hat sich da verkrochen hinter drei Security-Typen vor dem Typen, der auf die Bühne kam und was haben dann so gespielt und böse geguckt, bis er die Security den mit den drei Typen umgenockt hat und von der Bühne gezogen hat. Der hat eine Geschichte fürs Leben, die er erzählen kann, Alter. Ich hab Slayer vertrieben! Ich hab Slayer geslayed. Das war so wirklich so, Alter, die haben nicht wirklich Angst vor dem Typen. Jeder andere hätte den einfach von der Bühne gekickt oder irgendwie was anderes, nein. Oder ihn umarmt und ihn mitsingen lassen. Ja, ich denke, ab einem gewissen Bekanntheitsgrad werden die Leute ein bisschen paranoid, weil sie bestimmt auch ein paar Schmäh- und Drohbriefe kriegen. Aber ja, prinzipiell ist es halt schon grenzwertig, sag ich mal. Und vor allem haben die ungefähr die ganzen 2,5 Stunden, die live da vor mir rumgetippelt sind, ungefähr 14 Worte an die Band an das Publikum gerichtet. Ja, das ist prinzipiell nichts Schlimmes. Ja, nee, also nee. Kommt drauf an. Also lieber ich weiß, zum Beispiel Rammstein macht Konzerte ohne eine einzige Ansage und ist halt auch witzig. Lieber Ja, aber die haben nicht mit dem Publikum gespielt, gar nichts. Die haben nicht mal Handzeichen gegeben, so von wegen, hey, klatsch doch mal oder hier, ne, gib doch mal ein bisschen Gas gerade oder so. Nö. Ehrlich, besser keine Ansage als eine beschissene Ansage. Ja. Also. Besser als, ich war neulich, wahre Geschichte, auch auf den Berg gestiegen. Das ist wirklich wahr. Alles klar. Oh, und dann war ich etwas erkältet, deswegen ist meine Stimme etwas verschnupft. Oh Gott, wieso danke. Hat denn diese Tussi, ich muss mich jetzt nochmal kurz wieder aufregen, wieso haben die diese Tussi ans Mikrofon gelassen? Das ist halt echt schlimm. Wieso lässt halt man nicht. Weib ans Mikrofon? Ich sprach sie ins Mikrofon. Wieso? Weiber dürfen maximal ins Mikrofon rülpsen oder furzen, aber doch nicht solche Ansagen machen. Also ich muss ja sagen, dass zum Beispiel die Arkona-Sängerin am Mikrofon, die war schon gut. Ja, das ist ja auch okay, aber diese Tussi war ein dummes, absolut, ich habe noch nie sowas Dummes, doch ich habe schon sowas Dummes gehört, aber die war so dumm. Die war so dumm. Welche Band war das gleich? Innovati. Ah, ja. Früher waren sie gut. Aber da war ich auch noch nicht so ein Hipster. Aber die waren so dumm. Also die Tussi war so dumm. Ja, das war echt, ist wirklich wahr. Du kannst halt nicht vor einem Lied sagen, dass du auf den Berg gestiegen bist. Das kannst du halt einfach nicht machen. Ja, und dann auch noch sagen, und das ist jetzt wirklich passiert. Also, hat sie nicht gemacht. Ist sie nicht echt auf den Berg gestiegen? Ihr kommt aus der Schweiz, Alter. Gibt's da überhaupt Berge? Der Berg ruft. Das,
War einfach, jedenfalls, also... Dann stand ich ja ganz hinten und als sie das sagte und dann meinte halt, ja, und das nächste Lied geht halt auch um die Berge und ich dann sagte, boah, geil, Alter, sie spielen im Frühtau zu Berge! Haben mich alle im Publikum richtig böse angeguckt. fand ich nicht gerecht. So. Das schneiden wir alles raus. Natürlich. Sauerkirsche. Obwohl, wenn Leute sich aufregen, inbrünstig, das mag ich nicht rausschneiden. Das ist einfach zu gut, das müssen wir drin lassen. Wir lassen Frauen nicht mehr ans Mikrofon. Ich muss mal kurz was machen. Hier kurz Flummi mute. Sehr gut. Ich hasse dich. Du bist ja gar nicht gemutet. Was ist denn los? Ich kann sie nur für mich muten. Ach ja, da war ja was. Ah nee, da müsste ich ja selber in den Chat gehen und sie muten. Nee, und er hört mich vor allen Dingen nicht mehr, wenn er... Also ich bin da nicht mehr auf der Aufnahme, wenn er mich wirklich mutet. Das ist allerdings sehr witzig. Dann führe ich hier... Was ist witzig? Da 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 da. Da 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 da. Da 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 Penis. Delly, unterhältst du dich immer noch mit dieser Frau? Wir hatten doch gesagt, muten sie. Oh, Entschuldigung. So, also. Jojo ist kurz auf Klo. Hast also Zeit mit Gandhi. Und er nutzt sie nicht mal. Weißt du, ich wollte es noch trollen und so tun, als hätte ich sie gemutet. Dann ist es jetzt halt, also, nee. Alles klar. Und er nutzt sie nicht mal. Es ist okay, wir sind alle müde. Ja, also, ziemlich. Ich habe mich ehrlich gesagt wieder wach gealbert. Habe ich jetzt schon mehr als einen halben Liter World Russian wieder auf. Das ist schon wieder ganz gut. Was ist denn falsch mit dir? Nichts, es ist alles richtig mit dir. Naja, der stand da halt rum und ich hatte halt Durst. Was willst du da machen? Ja. Der muss halt weg. Der wird ja schlecht. Spielleiter, ich hasse dich, dass wir nicht IT auf dieses Konzert gehen können. Gehst du so. Halt aufs Nächste, erinnere mich irgendwann einmal und dann ist er halt das Nächste. Okay. Morgen? Nein. So. Ich hoffe auf jeden Fall für euch, dass ihr mich würdig vertreten werdet. Ja, ich denke. Ja. Gut. Moment, wie vertritt man dich? Oder? Wir waren schon öfter immer zusammen auf Konzerten. Na, ich überlege ja, wie man das macht. Also ich spring da halt rein, lass mich rausziehen und sag dann, oh nein, ich wollte voll Spaß haben. Dann gehe ich wieder rein, oder was? Was habe ich noch nie gesagt? Beim dritten Mal trete ich in die Eier? Das kann ich nicht machen. Das geht nicht, ich bin Mann. Männer treten sich nicht gegenseitig in die Eier. Es reicht, wenn du ihn böse anguckst. Alles klar, ich werde dich nicht vertreten. Ich werde mich vertreten, ist besser. Gut, dann vertritt dich. Fall einfach auf die Schnauze. Gandhi. Aber du kommst auch krabbern, oder was? Ja, ich komme auch. Ohne den. Ja, das ist nichts für sie. Okay, Das glaub ich sogar. Wir treffen uns 15 Minuten vorher am Pissoir. Ich werde schon gut betrunken sein. Ich hoffe, du auch. Das ist eigentlich das Ziel der Sache, oder nicht? Also ich will den Pegel ansteuern, dass ich schon eine Hand brauche, so vor mir, um mich ein bisschen abzustützen, damit das alles eine stabile, ne, Ausgangsposition hat. Soll ich dir dabei helfen? Mich zu besorgen. Musst du nicht dich woanders betrinken? Ich werde dann fürchterlich betrunken sein, aber ich weiß gar nicht, wie lange das hält. Also ich bin schon groß, ich schaff das. Echt. Ja. Naja. Ja. Letztes Mal bei dem Konzert. Du siehst immer kleiner aus, wenn du liegst. Letztes Mal lief dann Troll rum. Mit einem Fass auf dem Rücken. Und du konntest halt. Da hingen halt Schläuche dran, du konntest immer mal kurz dann quasi eine Art, du musstest dich halt hinlegen, dann war der Schlauch halt so gut gemacht, dass er dann nur noch Ventil auf, der Trichter kam und dann was im Liegen halt echt. Da der muss Trichter man schon wollen. Kam, der ging. Aber das war halt ziemlich cool, weil das war halt auch Freibier. Und der Troll hat halt immer sofort erkannt, wer schon mal gehabt hat und wer noch nicht, weil du hast halt, ne, der Trichter im Liegen ist halt schon ziemlich gut. Und an einem Schlauch konntest du es sogar verdichten. Das war richtig geil. Da hast du einfach mit 10 Bar das Zeug direkt durch den Verdauungstrakt und du musstest auch 2 Sekunden später einfach direkt den Bierschiss abladen. Oh, das ist durchgeprügelt, hast durchgespült wie nix. Ja, es ist aber auch gefährlich. Ich habe schon mal gehört, dass Leute da einen Magenanriss hatten. Also ja, bei dir ist alles Menschen. Gefährlich und du bist immer sofort mit irgendwas beladen.
Ja, dich doch mal locker. Man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, man muss ein bisschen auf seine Gesundheit achten. Ja, ein Magenanriss ist uncool, habe ich gehört. Aber ein echter Krieger hat das nicht. Der gleich einen Magendurchbruch läuft. Genau. Okay, dann mache ich halt nur 2 Bar. Ja, 2 Bar, 1 Liter reicht völlig. Nee, ich finde das mit dem Pumpen, das sieht nicht so aus, als wäre es lustig. Der Trichter am Liegen ist schon krass genug, weil er halt auch die Hälfte einfach zur Nase rauskommt sofort. Ja, das Problem ist halt, da muss einfach dann rein und das geht ja nicht anders weg. Das ist ja rein. Ja. Es gibt halt den einen Weg. Ja, also ich finde das schon ein bisschen eklig, muss ich gestehen. Bin ich nicht so der Fan von. Hauptsache saufen, wie ist egal. Ja, du musst aber das Bier ja auch genießen. Nee. Nicht mit dem Trichter. Nicht zwingend. Jeder soll saufen, wie er will. Zeig ja, aber wo bleibt denn da der Genuss? Ich sag mal, Den Genuss hast du jetzt gerade, wo du gechillt irgendwo rumsitzt und Bier trinkst, dann kannst du dein Bier genießen. Und da muss man halt auch sagen, dass 4 Nuyen pro Kasten Bier, was sie dort verkaufen, ist natürlich mit Genuss. Ist ganz oben weit weg dabei. Also, da muss man den Genuss schon finden, sag ich mal. Außerdem ist nach dem so und so vielten, also bei mir ist es das dritte, bei euch das, keine Ahnung, Bier. Einfach die Geschmacksnerven schon so taub. Exquisit. Werden dadurch besser. Alles klar. Einfach, das ist allerdings richtig. Die werden tatsächlich besser, denn da schmeckt dir alles. Ja, das ist halt pur. Bei ganz billigem Bier schmeckt dir irgendwann nichts mehr. Ja, okay. Das stimmt allerdings. Das ist richtig. Das ist so widerlich, wenn du so einen Pelz hast danach. Und dann denkst, hey, ich trinke einfach noch mehr, dann geht das vielleicht weg. Und dann einfach nicht. Und dann schluckst du, dann kommt so eine Schaumwoge, die kommt schon gefährlich nah in den Mund. Und dann hast du aber vorher noch, weil du schon besoffen warst, noch irgendwie einen Burger oder so gefressen. Und dann kommen so ein paar Bröckchen mit der Diesel. Ist das geil. Die schwimmen. Da muss man dann schon gucken, wie man weitermacht. Die schwimmenden Inseln, meinst du ja, die sind ist schon sauer dann. Ja. Wo wir dann wieder bei Sauerkirsche wären. Ah, wunderbar. Also, alles klar. Wir sehen uns am Pissweg. Finde ich gut. Jo. Wie werden die dann nachher sagen, wie viel Spaß wir hatten? Ich werde wahrscheinlich nicht mehr wissen, wovon ihr sprecht. Vielleicht erinnere ich mich noch. Wahrscheinlich, sehr. Sind. Ach so. Okay. Ich wollte schon sagen, vielleicht erinnere ich mich noch an meinen Namen. Ich bin mir aber nicht sicher. Denn so wird es enden. So endet es jedes Jahr. Du weißt, dass du freitags wieder nüchtern sein musst. Freitag, ja. Gut. Man kann es ja 24 Promille haben. Ich glaube. Ohne Ziel im Leben. Wird das nichts. Sie hält die Flasche hoch. Alles klar. Das muss weg. Molle in der Birne. Wie Regen in der Rinne. 5 Promille. Bedeutet ich Chiller. Mein letzter Wille vorm Tod. Eine Palette Adelskrone. Was denn? Export. Gut. Sehr schön. Das musste gesagt werden. Ja. Das ist auch sehr wichtig, dass das jetzt gesagt wurde. Ja. Finde ich gut. Ich glaube, damit könnten wir auch... Das ist ein Statement. Das werden wir tun. Was die Spieler ja jetzt nicht wissen, ne, ist natürlich, dass der Zwerg Rumpelstelz sie hardcore hintergehen wird, weil sie, naja, ihm halt den harten Stich versagt haben und das geht halt nicht. Ja, und dann wird es halt so eine Hinterrücksmesserstecherei kommen, aber das in
in der Zukunft. Genau. Ansonsten, naja, also die Musik ist von German Shepherd mit dem Lead Russian Style auf dem Album Great Style. Für alle rechtlichen Fragen, da Videobeschreibung und hat er was vergessen? Ja, weiß er nicht. Seit wann spricht er in der dritten Person Singular von sich? Ist ihm nicht ganz bewusst. Naja, ist ja auch nicht so schlimm. Ja, gut. Können wir auch mal Schluss machen, ne? Ich könnte es jetzt noch ein bisschen in die Länge ziehen, aber das ist sinnvoller, wenn die anderen beiden da sind. Deswegen, also ich weiß nicht, müsste eigentlich schon eine Folge draußen sein damit, aber ich bin wieder dazu geneigt, die anderen beiden Intren machen zu lassen, da es natürlich qualitativ genauso gut ist. Die Zusammenfassung, nicht so. Und dann das dumme Gelaber, mehr. Denn, mir ist aufgefallen, dass niemand eine Zusammenfassung braucht bei einem wöchentlichen Turnus und wir einfach mehr Dummheit brauchen, denn das ist ja das, was hier wichtig ist. Ne? Und ja. Sieht man dann auch, wenn wir den Run haben jetzt durch, wenn die dann da reingehen tatsächlich, das wird richtig edel. Da ist einfach, das sind so die kleinen Sachen, die sind schön. So, jetzt aber endgültig. Grüß die Nachbarn.